glaube, dass wir gerade in Europa eine neue Generation an Unternehmertum brauchen. Jetzt unabhängig von Geschlecht, Alter und Herkunft, einfach Menschen, die Lust haben, uns als Europäer ökonomisch und sozial wiederzubeleben. I said, empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup. It becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Be water, my friend. Lieber Dom, herzlich willkommen in der Flow Great Show. Ja, servus Max, schön, dass ich da sein darf. Sehr, sehr cool. Ja. Ich sag dir, mit dir würde ich mich so gern wesentlich öfters austauschen. Wir beide sind halt solche Typen, die gerne ihre Finger in allen möglichen Projekten haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, du bist auch einer von denen ich immer lerne und deren Inhalte ich sehr, sehr gerne konsumiere, weil es mich immer so weiterbringt. Aber ich bin immer wieder fasziniert, wie viele verschiedene Dinge du verfolgst und das mit einem Elan und einer Leidenschaft. Und ich leite gleich mal auf die allererste Frage hin, weil du bezeichnest dich nämlich selber auch als Exponential Entrepreneur. Und mein Verständnis von dem, was ich immer von dir sehe, geht sehr einher, genau mit dieser Beschreibung. Aber ich würde von dir noch mal gerne wissen, was bedeutet es für dich, ein Exponential Entrepreneur zu sein? Ja, also im Kern natürlich sich selbst in der Welt, sage ich mal, mit Technologien und seiner Wirksamkeit zu verstärken. Also dieses Exponentielle, dass man einfach sagt, es wächst nicht linear, sondern das, was du anstößt, hat die Chance, quasi wirklich sich zu verdoppeln. Und dann hast du halt irgendwie nach 30 Verdopplungen bist du bei einer Milliarde. Das ist halt quasi die Kraft von exponentiellen Verdopplungen, während 30 lineare Verdopplungen halt 30 Schritte hintereinander sind. Das ist einfach ein Das ist halt ein himmelweiter Unterschied. Das sieht am Anfang ja immer so klein aus. Und es bezeichnet auch, finde ich, viel, was wir jetzt gerade in der Welt beobachten, dass diese exponentiellen Veränderungen, die sind ja am Anfang kein 0,1 wird 0,2, 0,2 wird 0,4, dann wird es 0,8. Also es sieht so lange halt aus, ob da gar nichts passiert. Aber sobald es halt sage ich mal, das Knie der Kurve durchschlagen hat, geht es halt ganz schnell. Und dann hast du halt 2, 4, 8, 16, 32 und ab 1000 wird es dann wirklich richtig verrückt. Und 10 Verdopplungen sind eben die 1000, 20 sind die Millionen, 30 sind die Milliarde. Und ich finde, dass wir als Menschen, wir sind ja in der Savanne in Afrika irgendwie als lokale und lineare denkende Wesen aufgewachsen. Und es braucht für uns eine Veränderung im Kopf, um zu verstehen, dass exponentielle Sachen anders wachsen und agieren als lineare. Und ich finde, als exponentieller Entrepreneur hast du quasi dieses Mindset verinnerlicht, dass eben die Welt nicht nur linear und lokal abläuft, sondern gerade in der heutigen Zeit halt auch exponentiell und global. Das mag nicht immer nur gut sein, aber es hat halt irgendwie die Chance, dass am Ende, wenn wir das positiv nutzen, vielleicht für alle eine Welt in, sage ich mal, positivem Überfluss, also diese Abundance, von der viele auch sprechen, entstehen kann. Und das finde ich ein schönes Zielbild, auf das ich auch hinarbeite. Und ich sage mal, mein persönlicher Antrieb ist quasi, Unternehmer dazu zu befähigen, ihr eigenes volles Potenzial zu entdecken und auszuschöpfen. Das ist dann im Englischen also ein bisschen catchy, Unleashing Greatness and Upgrading Humanity. Das ist, was mich am Ende des Tages nachts wach hält, weil ich glaube, in jedem von uns steckt so viel mehr. Und ich denke, das ist auch der Kern, warum wir beide uns so gerne austauschen, weil du bist auch genau so ein Mensch, der einfach für sich sagt, ich bin nie am Ende meiner Reise, ich will weiterlernen, ich will quasi selber entdecken, was in mir schlummert. Ich will auch in diesen Flow-Zustand kommen, wo ich dann wirklich halt auch bei meinem besten Selbst bin und halt einfach meine Kreativität, meine Energie in die Welt bringen kann. Deswegen freut es mich mega hier zu sein. Und ich glaube, es wird eher wieder schwierig, uns in der Zeit zu begrenzen. Aber ich habe mega Bock auf die Session und bin sehr, sehr gespannt, wo unser Gespräch heute hinführen wird. Ja, danke schön. Ja, ich glaube, die Zuhörerinnen und Zuhörer haben gerade schon bemerkt, einem Dommi ist es immer so ein bisschen wie ein Live-Podcast sich anhören. Also auch wenn man zusammen ist, das ist wie ein Knopf drücken und du kriegst, je nachdem, wie viel Zeit er hat, extrem viel Inhalt. Und meine Challenge heute wird tatsächlich sein, genau immer wieder die Punkte, die ich mir hier aufgeschrieben habe, voranzutreiben, dass wir auch alles beleuchten, weil genau was du gerade schon beschrieben hast, darum soll es gehen. Ich hätte mir auch nicht vorstellen können, dass wir, als ich die Flowgrid Show gestartet habe, irgendwann mal beim Thema AI und Machine Learning und intelligente Maschinen landen, wenn es darum geht, auch die körperliche Gesundheit zu fördern. Das ist eines der Kernthemen heute. Allerdings noch mal ganz kurz zu deiner Person, weil du warst ja beim Flowfest, du bist ein absoluter
leidenschaftlicher Biohacker, hast allerdings dein erstes Unternehmen im Jobsuchebereich gegründet und mittlerweile hast du deine Finger überall drin. Was sind denn gerade so deine zwei, drei größten Projekte? Nur dass Menschen haben ja immer so ein bisschen den Bedarf, jemanden so ein bisschen in eine Schublade zu stecken, aber was kann man sich vorstellen, was ein Dominik Bönisch gerade so macht jeden Tag? Ja, also sehr berechtigte Frage. Es zahlt alles auf ein großes Ziel ein. Ich will quasi, wie ich vorhin gesagt habe, Unternehmer ja befähigen. Und ich glaube, dass wir gerade in Europa eine neue Generation an Unternehmertum brauchen. Jetzt unabhängig von Geschlecht, Alter und Herkunft. Einfach Menschen, die Lust haben, uns als Europäer ökonomisch und sozial wiederzubeleben, damit wir den Anschluss nicht verlieren. Und ich will eine Gruppe von 1.000 von sogenannten, wir nennen die Thinker-Doer, also Menschen, die sowohl Dinge durchdenken, aber dann auch einfach anpacken und die für sich beschlossen haben, dass Leben nichts ist, was einem zustößt, sondern Leben ist, was es sich aktiv gestalten kann. Und meine Mission ist, davon mindestens 21.000 in den nächsten 5 Jahren positiv zu erreichen, indem ich ihnen Zugang zu dem Wissen und den Tools ermögliche, die sie dann wiederum nutzen, um exponentielle Organisationen zu bauen. Also das ist die Hauptmessage und die Mission, auf der ich bin, 21.000 Thinker-Doer und Unternehmer zu finden, die mit mir gemeinsam hier dafür Sorge tragen, dass wir in Europa noch lange eine friedliche und, sage ich mal, prosperierende Zukunft haben. Und damit das passieren kann, habe ich es für mich in mehrere verschiedene Standbeine gegliedert, die auch meiner Person entsprechen. Also du hast schon gesagt, ich bin sehr leidenschaftlicher und semi-unprofessioneller Biohacker. Also ich bin Anwender, ich habe da jetzt keinen wissenschaftlichen Hintergrund, aber ich mache das seit 15 Jahren und ich bin bei einem Freund in die Firma eingestiegen, der hier auch schon oft Gast in der Flowgate-Show war, Dr. Lutz Graumann. Und wir machen das zusammen. Der liebe Lutz. Der liebe Lutz und ich und zusammen auch mit der lieben Anna Gellert machen wir tagsüber Quest Vitality. Your Vitality is our Quest. Die Message ist da sehr einfach. Unsere Zielgruppe möchte ihre Energie im Leben, im Alltag, im Beruf steigern. Und da helfen wir dabei. Das ist, sag ich mal, dieser Kompass aus, wie kannst du, sag ich mal, dich gesünder bewegen? Wie kannst du dich besser mit Nährstoffen und Ernährung versorgen, die zu deinem, sag ich mal, Zielbild passt? Was musst du für deine Erholung tun? Wie kannst du auch vom Mindset die Dinge anders anpacken, dass vielleicht auch Stressoren gar keine Stressoren sind und du eher halt nach diesem Flow-Zustand suchst, in dem viele Dinge halt einfach natürlich zusammenfallen, die davor halt vielleicht schwierig waren. Also Quest Vitality ist mein Auftrag, weil ich auch festgestellt habe, in meiner eigenen Laufbahn als Unternehmer, ich habe so viele Jungs in der Startup-Szene gesehen, die halt sich nach 3 Jahren komplett ausgebrannt haben und einfach auch nach ihrem ersten Erfolg die Passion dafür verloren haben. Die haben total geile Firma gebaut und machen jetzt irgendwas, so ein bisschen Angel Investment hier, so ein bisschen Kapitalinvestor da, aber halt einfach überhaupt keine Lust mehr, nochmal zu gründen, weil sie sagen, ich bin noch nicht blöd. Also ich habe so viele gesundheitliche und soziale Schäden davon mitgenommen, auch wenn man da jetzt offiziell, das sieht ja im Rampenlicht, sehen die alle immer erfolgreich aus, wenn man hinguckst, was sie dafür alles geopfert haben an persönlichen Beziehungen, an Gesundheit, wie viele aus der Kategorie mit Mitte 30 einen Körper und einen Geist beieinander haben, wo du sagst, sorry, würde ich für kein Geld der Welt mit dir tauschen wollen. Also und da habe ich halt mal für mich gemerkt, das eine ist, wie man in der Welt wirkt, aber wenn dir plötzlich die Energie entzogen wird, also deine Vitalität fehlt, dann hast du keine Freude in deinem Leben, dann kannst du nichts genießen. Und wir haben gerade leider, also ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, in Rosam hatten wir einen Spieler, der leider echt ein unglaublich krasses Schicksal erlitten hat. Hier Mike Lemser Mike Lemser spielt bei Star Wars, Oberliga-Eishockey-Profi, und ist im Spiel gegen Rissersee einfach, ich würde sagen, unglücklich in der Bande eingeschlagen. Wenn man das jetzt als Laie für Nicht-Eishockey-Spieler betrachtet, war das jetzt kein Körperkontakt, wo du als Hackler sagen würdest, boah, krass, das ist vollkommen out of nowhere in die Wande gerammt worden, aber irgendwie war er in dem Moment nicht darauf vorbereitet. Ich will jetzt, war nicht dabei, deswegen kann ich es auch nicht besser kommentieren, aber es war ein Check, der Ellbogen war schon noch ein bisschen hoch, aber es ist jetzt nichts, weil es keine ungewöhnliche Situation für ein Eishockeyspiel. Und er ist halt leider so unglücklich in der Bande eingeschlagen, dass er jetzt, long story short, Wochen später, sage ich mal, vom Halsabschnitt querschnittsgelähmt ist und quasi halt sein Leben von jetzt auf gleich halt ja, um 180 Grad sich verändern wird und muss. Und da merkst du plötzlich, finde ich, was deine, sag ich mal, dieser Alltag, dass du dich normal bewegen kannst, wie der wert ist. Wenn du, klar sind das jetzt die Extrempunkte mit diesen krassen Schicksalen, wo plötzlich jeder mitfühlen kann und sagen, boah, der Kerl mit dem 97er Baujahr stand mitten im Leben und plötzlich funktioniert das Zwerchfell nicht und kann nicht alleine atmen. Also das ist einfach so, da finde ich, wird einem wieder bewusst, was Gesundheit wert ist.
man merkt es immer dann, wenn sie fehlt. Und ich glaube halt, dass die Vitalität der Ausgangspunkt für alles ist. Und deswegen war das für mich so, diese neue Generation der Unternehmer und Unternehmerinnen, finde ich, braucht auf der einen Seite dieses Longevity-Mindset. Das ist ein Marathon und kein Sprint. Wenn du da, sag ich mal, da dein ganzes Leben lang dein Potenzial entfalten willst, dann musst du mit deiner Energie auch so haushalten, dass dein Körper auch das ganze Leben mitmacht. Und dann kann ich halt eben zum Beispiel nicht meinen Schlaf einfach nur als, mache ich manchmal, wenn ich Zeit habe, sondern Schlaf ist eine Priorität. Punkt. Das ist manchmal nervig, aber es zahlt sich im Laufe der Zeit aus und da kannst du ein Lied von singen. Ne? Also. Absolut. Ja, und ich glaube, da ticken wir beide sehr, sehr ähnlich, dass es einhergehen muss. Ich habe jetzt ein Segment gehabt in meinem FlowX-Programm, ein Peak-Performance-Biohacking-Programm für Unternehmer, wo wir darüber gesprochen haben, dass Unternehmer die Identität auch eines Athleten haben und pflegen sollten. Ja. Also du bist als Unternehmer gleichzeitig auch Athlet. Und genauso musst du dich eben verhalten. Also was sind die Prioritäten eines Athleten? Es sind Schlaf, es ist Leistungsfähigkeit, es ist die richtigen Mikronährstoffe, es ist eine Intuition kultivieren, die dir erlaubt zu verstehen, was dein Körper braucht. Also ich glaube, das 100%, sind wir beide genau. Jetzt sind wir schon beim Unternehmer. Zum einen, ich habe noch eine Nachfrage. Warum genau 21.000? Ja, tatsächlich ist das 10-Jahres-Ziel 1 Million. Also, und die 21.000 waren für mich so die, wenn ich nach 5 Jahren nicht bei 21.000 bin, auch hier wieder exponentielle Verdopplungen, dann wird die Million unerreichbar sein oder schwer erreichbar sein. Und deswegen habe ich gesagt, bei der Hälfte sollten schon mal 21.000 auf der Uhr stehen. Das hat natürlich auch ein bisschen was damit zu tun, dass ich auch ein Fan von dem, sage ich mal, dezentralen, alternativen, Wertspeicherthemen bin, wo die 21 eine große Rolle spielt. Das jetzt führt wahrscheinlich einen Tick zu weit, aber es ist auch wieder eine exponentielle Technologie, die meiner Meinung nach die Chance hat, viele Ungleichheiten auf der Welt durch eine faire, sage ich mal, und barrierefreie und zensurresistente Technologie zu ersetzen, dass jeder Mensch auf der Welt Zugang auf ein Finanzsystem hat, was nicht von ein paar zentralen Stellen gesteuert wird und wo halt einfach meiner Meinung nach ein Stück mehr Gerechtigkeit und damit auch ein bisschen fairere Welt für alle möglich ist. Aber das ist tatsächlich ein Deep Dive in exponentielle Technologie, die die Geister sehr stark scheidet. Ich glaube, da müssen wir mal eine Special Session zu machen. Das führt jetzt wahrscheinlich halt hier einen Tick zu weit, aber die 21 ist da sehr weit verbreitet und dachte ich mir, passt eigentlich ganz gut. Ja. Vielleicht noch, gibt es einen Namen für das Projekt? Da muss ich mir gleich aufschreiben, dass wir das schon uns vormerken, als Follow-up. Für die 21.000 Bilder oder für quasi die exponentielle Technologie? Ja, nee, genau, letzteres. Ja, das ist der Bitcoin. Also das Bitcoin-Netzwerk. Ach so, ist okay. Ja, da ist die 21 ja die magische Zahl, weil ja 21 Millionen Bitcoin, mehr wird es ja nicht geben. Und das ist ja quasi genau dieses zensurresistente und, sage ich mal, auf einer, du brauchst keine Freigabe von irgendjemandem, um daran teilzunehmen. Du brauchst kein Vertrauen zu einer anderen handelnden Partei, weil alles quasi halt trustless und permissionless aufgesetzt ist. Es gibt keine zentrale Instanz, die über irgendwelche Dinge wahrt. Die mag andere Nachteile haben, die Technologie, wie jede Technologie, aber als Wertspeicher, wenn du jemand bist, der einen sehr langen Zeithorizont hat und damit eine, sage ich mal, niedrige Zeitpräferenz, kann das ein sehr interessantes Modell sein, um auch wieder sein Mindset zu hinterfragen und zu sagen, brauche ich das jetzt wirklich? Konsumiere ich das jetzt? Das wäre quasi eine Short-Time-Preference. Oder habe ich, also eine hohe Zeitpräferenz, ich will jetzt sofort, was man in unserer Welt ja immer wieder sieht, dass ich muss das jetzt aber haben. Oder bin ich bereit, im Moment auf was zu verzichten und dann aber halt diesen Zinseszinseffekt zu nutzen, um dann in der Zukunft einen größeren Effekt zu haben. Und das hat ja auch viel mit Flow und Biohacking zu tun. Kann ich, sage ich mal, die Willenskraft aufbringen, meine gesunden Routinen Stück für Stück so zu verändern, dass eine gewünschte Identität entsteht? Wenn ich ein Biohacker sein will, dann muss ich mich wie einer verhalten. Und die Routine, die du heute machst, prägen die Identität von dir von morgen. Das ist, glaube ich, was mich mir auch schon mal irgendwie in einem längeren Gespräch aufgerollt. Ich bin ein sehr disziplinierter Typ. Ich bin auch bei Quest Vitality ein bisschen das Versuchskanickel und derjenige, der halt einfach sagt, mit welchen Routinen habe ich geschafft, für mich als Unternehmer Gas zu geben, was zu erreichen und trotzdem meine Gesundheit und meine sozialen Beziehungen und eine gewisse Grundzufriedenheit im Leben zu bewahren. Das ist, was ich bei Quest Vitality einbringe, glaube ich. Der Lutz natürlich den sportmedizinischen Background, die Anna den ernährungswissenschaftlichen Background.
Und unsere Zielgruppe ist ähnlich, wie du gesagt hast, wenn du musst es ein bisschen wie der, sage ich mal, Longevity-Athlet sehen. Und ich finde da, Brian Johnson hat mit seinem Longevity Blueprint auch ein geiles Ding rausgehauen. Und wir wollen tatsächlich diesen, ist ja Open Source, deswegen lädt der Leute ja auch ein zu sagen, hey, mach davon eine Fork, passt das an. Und logischerweise haben wir jetzt für uns gesagt, wie würde denn bei Quest Vitality eine Fork von diesem Longevity Blueprint aussehen, die gut zu dem passt, wofür wir stehen. Und da arbeiten wir gerade auch aktiv dran, um das Wissen, was wir drei haben mit unseren drei Blickwinkeln, in ein System zu gießen, wo dann Leute, die sagen, ich finde es gut, was ihr macht. Ich habe keine Lust, 20 Jahre reinzustecken, rauszufinden, was funktioniert, was nicht. Gib mir einfach quasi die Anleitung, wie ich von Punkt A nach Punkt B komme und sag mir, wie das sinnvoll aufeinander aufbaut, je nachdem, welches Ziel ich verfolge. Das ist quasi unter anderem die Kernleistung, die wir bei Quest Vitality erbringen, dass wir dir einen Weg aufzeigen, die Reibungspunkte versuchen, so gering wie möglich zu machen und dir mit einer ständigen Erfolgskontrolle, sage ich mal, Scientific Self-Care ermöglichen. Und ja, da glaube Also ihr ich, baut eigentlich eine Unternehmensstruktur für die Gesundheit eines Individuums, über die er dann oder sie letztendlich dann der oder die CEO wird. Also sprich, ganz genau, ja. das ist ja so ein bisschen, glaube ich, auch der Slogan von euch, so werde der CEO über deine Gesundheit. Und ihr Ganz baut genau, ja. eigentlich das komplette Unternehmen, die Struktur auf, die dann der Anwender letztendlich nur noch managen muss für sich. Ganz genau. So wie du halt im, sag ich mal, im beruflichen Kontext, wenn wir zwar jetzt quasi eine Firma gründen, wir machen eine Gesellschafterversammlung und wir sagen unseren Gesellschaftern, hey, die Ziele für nächstes Jahr sind, Max und ich haben ein gutes Bauchgefühl, wir wollen irgendwas machen zum Thema, boah, keine Ahnung, ketogene Ernährung, fühlt sich gerade gut an. Oder wir haben jemanden getroffen, der schwört total drauf, das hat quasi, weiß ich nicht, wann ist der neue Hit. Aber ich kann es dir nicht wissenschaftlich begründen. Ich weiß einfach nur, es hat so ein bisschen dieses Guru-Thema oder dieses Bauchgefühl, Gut-Feeling. Da wären wir die längste Zeit Geschäftsführer gewesen. Also kein seriöser Investor, sag ich mal, lässt dich die Firma einfach nach Bauchgefühl oder nach, das machen wir jetzt so, Punkt führen, sondern die wollen Zahlen, Daten, Fakten, um halt zu sehen, ob das, was wir uns vorstellen, dann auch in der Realität wirklich irgendwie den Zahn der Zeit trifft, Stück für Stück besser wird oder was auch immer die Metrik sind, die du für dein Unternehmen dann auch umsetzt. Und auf der Gesundheitsschiene ist es halt genau das andere. Da sagen die Leute, ja, das haben wir schon immer so gemacht, deswegen machen wir das ja weiter so. Also mein Eishockey-Nahrungsbereich haben die am Wochenende spielen, dann bringen die Eltern Leberkäse mit. Auch denkst du, ja, kann man mal machen, ganz witzig. Aber ich meine, wenn wir beide im Sport, isst mal von dem Intervalltraining Leberkäse. So, das kann man machen, muss man aber nicht. Und da sind halt noch so viele Muster, so, ja. Und ich finde auch schwierig, wenn Ernährung Religion wird, die ganzen Themen, sondern ich mag einfach diesen Ansatz, dass man Dinge wissenschaftlich begründen und belegen kann und dann darf auch jeder seinen Weg wählen. Also wir sind keine Missionare. Wir bieten Optionen an, wie man Dinge messbar macht. Und wenn du dann für dich sagst, passt oder passt nicht, was du am Ende dann aus den Daten machst, ist wie bei Unternehmen auch deine freie Entscheidung. Also, Absolut, absolut. Übrigens, an dieser Stelle auch, wenn jemand mehr über die Inhalte vom Domi wissen will, dann da gehe ich noch am Ende drauf ein, denn du schreibst einen tollen Newsletter. Vielleicht gibt es auch eine Möglichkeit, sich irgendwie dafür anzumelden. Und gleichzeitig schreibst du ein Buch. Aber da gehen wir noch mal am Ende drauf ein, denn ich würde jetzt gerne mal in einen neuen Gang wechseln und unser zentrales Thema hier angehen, und zwar KI, künstliche Intelligenz, AI. Und wir werden auch darüber sprechen, wie das letztendlich für Biohacker relevant und interessant sein könnte. Allerdings vielleicht mal vorab, ich möchte gerne mit der Frage loslegen, was war denn für dich so der Aha-Moment, wir kommen jetzt in das KI-Zeitalter? Gab es da so einen Moment, der dich da aufhören hat lassen? Weil für viele war es ja so ein bisschen ChatGPT, mittlerweile irgendwie 100 Millionen Daily User, dieser KI-Chatbot, der dir alle möglichen Fragen beantwortet, der mit dem du kommunizieren kannst und das erste Mal sehr umgänglich für den Nutzer. Allerdings, du bist ja schon viel länger drin. Gab es für dich so einen Moment, wo du gesagt hast, boah, das Thema wird sehr, sehr relevant werden in kurzer Zeit? also tatsächlich, glaube ich, war das die Präsentation von Sam Altman. Ich bin ja in der Gruppe von Peter Diamandis, Abundance A360. Das sind 360 Unternehmer, die sich mit exponentiellen Technologien beschäftigen und so ähnlich ticken wie ich, sage ich mal. Und das ist ein Teil der Singularity University und die haben einmal im Jahr eine große Konferenz und da sprechen dann eben halt unter anderem Sam Altman oder heuer wird es Emad Mostak sein, der von Stability AI.
Und genau. Sam Altman hat da, übrigens der CEO von OpenAI. Genau. Und ich hatte das Firma, der von ChatGPT. Genau, der ist im Endeffekt für das ganze ChatGPT-Thema mitverantwortlich. Und ich hatte nicht auf dem Schirm, dass das gibt. Also der kam da 2020 war es und ich so, ja, OpenAI, was ist das denn? Hat mich zu dem Zeitpunkt auch nicht wirklich interessiert, war bei unserem Business jetzt nicht, dachte ich, nicht relevant. Und dann hat er ein Thema vorgestellt, wo er gesagt hat, hey, wir versuchen menschliche Fähigkeiten und Jobs in eine ganz große Datenbank von, wenn du zum Beispiel Plumber bist, war es ein Beispiel, also dich in irgendeiner Form um das Thema zum Beispiel bei den Amerikanern um Abflüsse und alles, was für uns, sage ich mal, ähnlich damit zusammenhängt, kümmerst, was sind die Arbeitsschritte, die du so täglich machst und wie kann man die kategorisieren, dass wir jemandem anderen das beibringen können. Und die haben quasi versucht, mir das Wissen in Einzelschritte zu zerlegen, damit du es dann replizieren und trainieren kannst. Und er hat, das ist so eine Vorstufe von dem, was wir, glaube ich, jetzt bald auch bei der AI sehen werden, dass wir uns halt fragen müssen, von all den Dingen, die Menschen tagtäglich tun, was sind Dinge, in die der Mensch eine natürliche Stärke hat und wo sich eine Maschine sehr schwer tut, bis wahrscheinlich nie so richtig in der Lage sein wird, diesen menschlichen Vorteil auszugleichen. Und was sind Muster und Aufgaben und Routinen, wo du als Mensch jetzt schon oder auch in naher Zukunft einfach überhaupt gar kein Ticket mehr haben wirst, das besser, schneller, effizienter, wie auch immer, als eine Maschine zu machen. Und das war für mich so der Aha-Moment, als der sich hingestellt hat und gesagt hat, hey, wir kategorisieren quasi gerade alles, was der Mensch im Arbeitskontext gerade macht. Und ich meine, wir hatten ja damals das Recruiting-Business. Und ich so, okay, das ist eigentlich schon interessant. Was würden das für uns bedeuten? Das war so ein allererster Aha-Moment, wo ich verstanden habe, wie groß dieses Thema eigentlich ist, woran die arbeiten. Und dann ist es ehrlich gesagt in der Kiste verschwunden, weil es war noch nicht wirklich anfassbar. Und wir haben unser eigenes Ding weitergemacht. Und irgendwann kam halt das Thema auf über Web3, was mich lange Zeit ja primär fasziniert hat, dass ich drei große Themen sehe, die die Arbeitswelt der Zukunft massiv verändern werden. Das eine ist eben Web3. Aus dem vorher genannten Thema, sage ich mal, ein faires Finanzsystem hat eh schon viele große Vorteile. Und dann, wenn du on top noch drauf sagst, was ist denn, wenn du den Erschaffer einer Idee oder eines Contents auch zum Inhaber dieser machst und einfach sagst, diese Ownership Economy könnte, muss man fairerweise sagen, könnte die Art und Weise, wie wir Wertschöpfung im Internet monetarisieren oder auch Leute dafür belohnen, dass sie einen Beitrag dazu leisten, dass Wert entsteht, wirklich komplett auf den Kopf stellen. War so das Erste, wo ich gedacht habe, boah, krass. Ich meine, wir haben viele Mal über DAOs gesprochen als potenzielle Organisationsform. Da war aber immer noch so, dass Web3 hatte eine sehr hohe Barriere für Leute, da reinzukommen. Also jeder, der das mal ausprobiert, du brauchst irgendwie eine Wallet, der du vertraust. Es ist wahnsinnig viel Scheiß da unterwegs und selbst die Profis. Ich meine, Kevin Rose wurden Funds auf illegale Art und Weise entzogen und da möchte man meinen, der auch. Kollege ist. Mir ist genau dasselbe passiert, Dom. Ja. Mir wurden meine wertvollsten 8 NFTs, also diese Non-Fungible Tokens, und meine tollste, das hat mir sehr wehgetan. Genau, boah, krass, genau diesen Weg. Ja, also ich habe genau dasselbe. Also ich wurde reingelegt, mehr oder weniger, von einem Projekt, das ich dachte, ist Teil eines meiner Projekte, in das ich investiert war, NFTs. Ja. Also sprich, da geht es um digitale Kunstwerke, für alle, die das vielleicht noch nicht kennen. Aber auch das würde eine ganz andere wieder Episode. Übrigens, Dom, wir haben ja noch eine Episode, die noch gar nicht für alle öffentlich ist, aber die werde ich auch noch veröffentlichen. Das Thema war, ich habe sie zurückgehalten gehabt aufgrund der Marktentwicklung. Ja. Und dachte mir dann, ach, wir warten mal ab, was passiert und dann vergeht wieder zu viel Zeit. Auf jeden Fall, was passiert ist, ich bin auf die Seite gegangen. Es hat total legitim ausgesehen, genau wie bei Kevin Rose. Zwar war das einfach eine sehr, sehr gut gemachte Seite, wo stand, hier irgendwie klick und du bekommst, da du investiert bist in dieses andere Projekt, einen Free Mint für das neue Projekt von uns. Und habe da drauf geklickt. Und es war dann irgendwie ein bisschen komisch, da musst du natürlich deine Wallet connecten und dann hat es irgendwie nicht funktioniert. Dann habe ich es zugemacht, habe nicht mehr dran gedacht. Abends kam mir sehr fishy vor, dann bin ich nochmal reingegangen, habe nachgeschaut und tatsächlich wurden 8 NFTs aus meiner Wallet raustransferiert. Und dann habe ich mich gemeldet auch bei diversen Plattformen, bei OpenSea und so weiter und letztendlich keine Chance. Alles weg, also. Ja, krass. Ja. Aber ja,
das ist leider echt sinnbildlich für diese noch in der, sage ich mal, Findungsphase befindlichen Technologie von, wie kann ich mich in dem Raum Web3 sicher bewegen? Weil du willst es ja ausprobieren. Ich meine, wir sind beide neugierige Menschen. Wenn jetzt jeder Angst hat, die neuen Sachen auszuprobieren, dann werden sie auch nie, sage ich mal, besser werden. Das heißt, die ersten Nutzer spenden diesen Technologien das Vertrauen und machen dann zum Teil halt auch leidhaft diese Erfahrungen und bleiben hoffentlich trotzdem dabei. Weil ich glaube, am Ende sind da viele wertvolle Elemente, die man aus dieser Ownership Economy mitnehmen kann. Und am Ende alles, was wir, eigentlich kann man sich Web3 oder auch künftige Generationen so vorstellen, alles, was du irgendwie, in was du die Welt einteilen kannst, also Menschen, Dinge und Orte, die sind ja einzigartig. Und rein theoretisch kann jeder einzigartige Ort, jeder einzigartige Mensch oder jede einzigartige Sache auch in einem Token erfasst werden und dann hat der mehr oder weniger ein Orderbuch und kann live mit anderen handeln. Wirklich der komplett freie Markt. Und dadurch würdest du natürlich ein paar Vorteile schaffen, die vielleicht momentan in der Web2-Welt halt von zentralen Plattformen vereinnahmt werden und gehst über ein paar Nachteile ein. Und für mich über das Thema, ich glaube, es wird die Arbeitswelt der Zukunft verändern, es ist aber noch nicht so weit. Also das ist wirklich noch, bis wir da, sage ich mal, einen normalen Internetnutzer dazu bringen, sich da wohlzufühlen und Zeit zu verbringen, müssen wir schon noch ein paar Fragen beantworten. Und dann kam eben im November letzten Jahres ChatGPT, um jetzt mal kurz eine Brücke zu machen. Und da hat man plötzlich zum ersten Mal gesehen, was, wenn dieser User Interface Moment passiert, dass es dir plötzlich gelingt, Zugang zu einer neuen Technologie auf eine sehr einfache Art und Weise jedem zu ermöglichen. Und bei jedem meine ich, wenn mich zu Hause meine Eltern auf ChatGPT ansprechen, dann weißt du wirklich, dass quasi, es war bei uns hier sogar im Wochenblatt in Rosenheim auf der Startseite. Also dieses Thema hat irgendwie wirklich jeden erreicht. Und da war für mich dieses zweite Thema AI als quasi dein Co-Pilot ist ja was, was wir bei Singularity schon lange propagieren, dass du im Endeffekt dir überlegen solltest, wie kannst du exponentielle Technologien nutzen, um deine eigene Produktivität zu steigern? Weil wenn ich mit weniger das Gleiche erreichen kann, ist eigentlich ganz geil, da habe ich mehr Zeit für Flow und schöne Dinge. Und mit ChatGPT hatte man zum ersten Mal gesehen, wie das gehen kann, wenn du eben nicht die ganzen technischen Vorbereitungen brauchst. Also es gab ja davor auch schon Modelle, die du halt, wir hatten 2015 bei Jablok mit TensorFlow rumprobiert und einer von unseren Entwicklern hat uns dann geholfen, das mal mit Python irgendwie auszuprobieren und du kannst dann schon so erste Erfolge erzielen, aber die Hürde bis dahin ist halt ein 3-Stunden-Workshop. Und dann bist du halt auf dem Anfängerniveau und machst so ein Programm wie Hello World. Und bei ChatGPT war das faszinierend und das war dann wirklich, glaube ich, der absolute Aha-Moment. Es funktioniert und ist aus dem Stand weg in der Lage, dir Antworten auf Fragen zu liefern, wo du sagst, okay, das ist einfach echt krass. Und dann Absolut. war für Und das mich auch das. noch personalisiert. Also sprich, du kannst sagen, bitte erkläre mir die Definition von künstlicher Intelligenz in Laiensprache oder im Stile von Mark Twain oder in Elon Musks Twitter-Style. Also es ist 100 Wahnsinn, Prozent, ja. was du da schon machen kannst. Und hier vielleicht gleich die Folgefrage, Domi. Und zwar, für alle, die vielleicht das auch noch ein bisschen vorsichtig so begutachten, vielleicht nochmal von deinen Worten ganz kurz die Erklärung. Was ist denn der Unterschied genau von so einer Technologie wie ChatGPT und zum Beispiel Google? Na, ich sag mal, eine Künstliche Intelligenz wie ChatGPT ist ja ein Large Language Model und es ist so eine sogenannte Generative AI, das heißt, sie ist für mehrere Einsatzzwecke ausgelegt. Und man muss wissen, für welchen Haupteinsatzzweck ChatGPT ausgelegt wurde, und dann versteht man auch den Unterschied zu Google. Bei ChatGPT wurde konzipiert als ein Customer Service Manager oder dein persönlicher Assistent, der dir im Stile eines Customer Service Managers dabei hilft, Antworten auf Fragen zu finden in einer Interaktion, wie du sie sonst auch mit dem Customer Service haben würdest. Deswegen heißt es ja auch ChatGPT. Und er soll dabei rüberkommen als vertrauenswürdig und, sage ich mal, wissend. Und das sind auch zwei super wichtige Punkte, auf die wir gleich nochmal eingehen können. Und bei Google ist ja einfach die Aufgabenstellung, ich habe das Web durchsucht, ich habe die Suchergebnisse abgespeichert, ich habe sie bewertet und ich gebe dir auf deine Suchanfrage eine Antwort. Aber ich möchte dir jetzt nicht dazu was erklären, ich kann dir keine Folgefragen stellen, sondern wenn dir die Antwort nicht passt, musst du nochmal neu suchen. Und Google hat ja einen Algorithmus, in dem sie sich nicht in die Karten schauen lassen, aber es ist halt ein fixer Algorithmus. Und ChatGPT
berechnet ja einfach nur die Wahrscheinlichkeit nach einer Wortkette, mit welcher Wahrscheinlichkeit kommt jetzt das nächste Wort aus der zum Beispiel jetzt Kette 1, 2, 3, 4 oder 1, 2, 3, go. Das ist ja quasi, der ChatGPT macht eine Annahme und sagt, okay, wenn ich jetzt die Zahlenkette 1, 2, 3 sehe, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass es 4 ist. Könnte aber auch go sein, könnte auch was ganz anderes sein. Und dann schlägt er dir halt quasi zum Beispiel 4 vor und das präsentiert er dir sehr überzeugend, weil der trustworthy und sehr, sage ich mal, serviceorientiert und überzeugend als Antwort. Und ein Beispiel könnte sein hier the cat in the und dann erwartet man wahrscheinlich hat, könnte aber sein kitchen. Und das ist halt, was man auch wirklich verstehen muss, da hinterliegt keine Datenbank, sondern es hinterliegt ein Modell, was trainiert wurde, menschliche Sprache in ihrer Syntax, in ihrer Ausdrucksform in ein Wahrscheinlichkeitsprinzip zu übersetzen und dann einfach zu überlegen, wenn ich so viele Worte von dem Satz schon kenne, was ist das nächste Wort? Und dann kann er daraus Sätze bilden, kann sich da im Endeffekt verschiedene Stile aneignen, hat aber momentan ja auch das Limit von maximal 3.000 bis 4.000 Worten, die er in der jetzigen Form sich merken kann. Und das ist natürlich halt der Hauptunterschied ist eben, dass alles, was da generiert wird, wird halt im Endeffekt gerade generiert. Also wird keine Datenbank abgefragt. Ja, also ich nur vielleicht ein Beispiel, wenn ich zum Beispiel bei Google eingebe, ich suche italienische Schuhe, dann bekomme ich diverse Webseiten angezeigt, die gerankt sind, die eben diese Schuhe anbieten. Und wo ich sie kaufen kann, muss ich allerdings mich durchschauen. Wenn ich allerdings ChatGPT frage, dann schlägt er mir schon eine Anzahl von Schuhen vor, die ich wahrscheinlich selber gerne hätte. Oder er stellt sogar Folgefragen. Und ich weiß einen Versuch, den der New York Times Kolumnist und Podcaster Kevin Roose, nicht Rose, Kevin Roose gemacht hat, war, dass er zum Beispiel auch gesagt hat, welche Schuhe sollte ich in meinem Schrank haben? Und genau was du gesagt hast, ChatGPT präsentiert dir dann sehr überzeugend 5 verschiedene Paare von Schuhen, die er haben sollte. Und es wirkt dann tatsächlich so, dass es die beste Antwort ist, die auf diese Frage hätte generiert werden können. Und ich habe selber auch schon die Erfahrung gemacht, dass also manche Sachen natürlich nicht, da greife ich jetzt ein bisschen vorweg, aber nicht stimmen. Zum Beispiel, es kann ja auch ein Problem sein, so überzeugend zu sein. Ich habe zum Beispiel gefragt, hey, kannst du mir eine Zusammenfassung schreiben von einem Buch, das gerade erst rauskam? Und wohl wissend, dass die Datenbank allerdings nur, ich glaube, aktuell bis 2021, vielleicht haben sie es mittlerweile erwartet, ich glaube 2021 zurückgeht. Offiziell und dann hat mir ChatGPT allerdings eine sehr überzeugende Zusammenfassung dieses für das Programm noch nicht existierende Buch geliefert. Und auch wirklich ganz konkret so Methoden und Techniken, die in dem Buch vorkommen. Und dann war ich so überrascht und habe ich gegoogelt und diese Techniken gibt es aber nicht in diesem Buch, das eben erst 2023 erschienen ist. Also das sind genau die Dinge dann, wo man vorsichtig sein muss und was ja auch die AI-Technologen dann, ich glaube, Hallucination of the AI. Genau. Nennen. Das ist quasi wirklich da, wo man vorsichtig sein muss, quasi die AI halluziniert. Wir hatten ja letzte Woche, haben sich 150 Unternehmer angemeldet für unseren Webinar-Abend-Talk zum Thema AI. It doesn't have to be correct to be useful. Und mein Speaking-Partner, der Aaron, ist bei mir in der Masterclass und er hatte einen AI-Startup schon 2010, bevor das noch eben diese Large Language Models waren und hat eben halt technisch nochmal erklärt, warum es zu diesen Halluzinationen kommt. Und weil eben halt, und hatte ich das vorhin auch so ausführlich erklärt, dass quasi ChatGPT mit dem Auftrag programmiert wurde, sei ein hilfreicher und überzeugender Assistent und hilft, die Frage zu beantworten. Und da gibt es dieses nicht, ich weiß es nicht. Und sein Beispiel war, sein Startup war aus dem Bereich Medical Scribe, also diejenigen, die quasi im Arztkontext einen Patientenvorgang von Stimme auf Text übersetzen, sodass der Arzt es einspricht und am Ende dann die Diagnose zum Beispiel in diesem, das nennt sich SOAP-Protokoll, zusammengefasst wird. Und da hat er uns auch ein Beispiel gegeben, hat gesagt, mach mal so ein SOAP-Protokoll für jemanden, der sich hier gerade vorgestellt hat mit Atemnot, Schmerz im rechten Arm und hast es nicht gesehen. Und dann listet er das halt auf und da gibt es ja diese ICD-Codes und da hat er halt 4 von 5 ICD-Codes waren richtig, aber der 5. war halt leicht falsch. Also quasi der Aaron hat die dann alle eingegeben und hat gesagt, hey, der 5. Code, der ist ja gar nicht Schmerzen im rechten Arm, sondern er ist Schmerzen im unbestimmten Arm. Und dann hat er halt diesen ChatGPT gefragt, du Tiger, ich glaube, der Code ist falsch. Und dann sagt er, oh ja, sorry, habe ich mich verschaut.
hat einen neuen Code ausgespuckt und das hat jetzt plötzlich Schmerzen in der Schulter. Und dann so, nee, Moment, das stimmt auch nicht. Und am Ende hat er ihn halt geschafft, nach 2, 3 Überzeugungen zu sagen, hey, pass mal auf, ich habe einen Arzt gefragt, der Code ist A1234.17 und dann ChatGPT, ah ja, stimmt, danke, dass du mir gesagt hast, und hat quasi einen Code, den er gerade komplett erfunden hat, in diese Patientenakte eingebaut und hat dann gesagt, so, hier ist das Ding, jetzt benimm das. Und das ist im Endeffekt, was man verstehen muss, wenn man jetzt AI als seinen Co-Piloten einsetzen möchte, um seine eigene Produktivität zu steigern, dann musst du immer wissen, was du tust, weil wenn du keine Ahnung hast und dir die Maschine ein Ergebnis zurückspiegelt und du das einfach blind so nimmst, dann läufst du Gefahr, dass du halt einfach in den Patientenfall anstatt rechte Arm, linke Schulter reinschreibst. Und wenn da halt irgendwie operiert werden soll, wäre ein bisschen blöd. Da gab es also das Beispiel, Vanderbilt University hat ein E-Mail-Newsletter rausgeschickt und hat sich auf das, da gab es leider mal wieder ein Attentat in einer Schule in Michigan. Und der Dekan von dieser Universität hat ChatGPT benutzt, um den Vorgang zu kommentieren. Und es war halt, können die Leute gerne mal googeln, es war halt einfach komplett daneben, weil zum Beispiel halt auch eine Grenze von AI ist, die Empathie und, sage ich mal, das Zwischenmenschliche ist ja nicht die Stärke von so einem Large Language Model. Und die Themen in den richtigen Kontext zu setzen und auch zu überlegen, okay, was ist denn jetzt hier angebracht? Und das Ding war halt komplett daneben und im Futter stand halt generated with ChatGPT und das hat gerade so einmal den richtigen Shitstorm im Internet ausgelöst. Und da kann ich einfach nur sagen, wenn ihr das Thema benutzt, gibt es 2 Grundregeln. Die erste ist, du gibst keine Sachen ein, die du nicht auf der Straße auch einem Fremden erzählen würdest. Warum? Weil keiner weiß, was mit den Daten passiert, wenn du da reinspuckst. Offiziell bleiben natürlich deine Daten nur bei dir. Und wenn man den neuen ChatGPT-Chat öffnet, beginnt der auch immer bei Null. Das ist wie wenn du mit einem neugeborenen Kind sprichst. Offiziell. Inoffiziell würde ich jetzt einfach keine sensiblen Daten da reinkopieren, damit nicht irgendwann mal später Dinge von dir in einem Trainingsmodell drin sind, die du ja gar nicht haben willst. Oder in einem Live-Modell. Und das andere Thema ist, du bist derjenige, der sich überlegen muss, was du willst. Und das ist das Schöne auch bei dem Thema, was ist denn jetzt eigentlich unser menschlicher Vorteil in einem Zeitalter von intelligenten Maschinen? Ich glaube, dass intelligente Maschinen denjenigen helfen können, die einfach einen Plan haben und etwas erreichen und machen wollen. Und es soll jetzt gar nicht werten sein, ob das jetzt was Großes, was Kleines ist, aber sie wissen, was sie wollen. Dieses Thema above the line. Leben ist nicht, was mir zustößt, sondern ich möchte Leben aktiv gestalten. Und sie haben eine Vorstellung und sie haben vielleicht auch ein erstes Background-Wissen, dann gehen sie zu ChatGPT und dann ist das Ding ultra hilfreich. Da könnten wir beide jetzt eine halbe Stunde Beispiele aufmachen, die uns vom Newsletter übers Buch zu Meetings bis hin zu Angeboten halt einfach das Leben leichter machen. Aber wir wissen, was wir tun und wir können den Kontext, zum Beispiel, wenn der zurückkommen kann, bewerten und ich sehe, wenn sie halluziniert. Wenn ich jetzt aber in dem Bereich unterwegs bin, da geht es mir zum Beispiel selber so, ich kann mit Text-AI gut arbeiten und ich kann mit Image, mit Video-Avataren gut arbeiten. Also wir arbeiten da gerade auch viel und generieren Content schon mit den Avataren. Was mir schwer fällt und wo mir auch das Wissen fehlt, ist quasi Bild. Also Midjourney, DALL-E 2 und so. Ich habe einfach keine Passion für Fotografie und für Bildsprache und mir fällt es einfach allein schon schwer zu sagen, was ich will. Und wenn ich Bilder generiere, sehen die einfach scheiße aus. Also ich kann euch mal ein paar Beispiele schicken. Ich habe das im Workshop hergezeigt. Das ist ein Entrepreneur unlocking its inner greatness or potential, waren halt vollkommen unbrauchbare Bilder. Und dann gehe ich in diesen Midjourney Newbie Server und schaue an, was die anderen Leute da generieren, denke mir, was zur Hölle, wie geil ist das denn? Aber die haben halt, die wissen, welche Belichtung sie wollen, welchen Winkel, die haben dafür eine Passion. Und keine Technologie der Welt kann diese menschliche Passion ersetzen. Wenn du die nicht hast, kann das beste Werkzeug der Welt, ich sitze davor und ich kann es nicht bedienen, weil ich einfach, mir fehlt das Interesse. Und ich glaube, das ist eine wahnsinnig wichtige Message für uns alle, auch gerade in der Kreativwirtschaft oder auch jetzt bei dem Thema Biohacking. Wenn du nicht weißt, was du willst, dann wird dir auch kein Chatcomputer der Welt sagen, was du denn jetzt bitte wissen sollst, sondern wenn du schlechte Anfragen stellst, in Anführungszeichen, dann kriegst du halt auch unzureichende Antworten. Und wenn du aber, das ist das Faszinierendste, du warst ja vorhin bei dem Aha-Moment. Jeder, der mal ein bisschen damit arbeitet, wird feststellen, dass es wahnsinnig geil ist, sofort das Feedback zu bekommen. Und ich lerne bei mir gerade persönlich, meine Fragen besser zu formulieren. Weil wenn ich eine Frage blöd formuliere und mir die Antwort nicht gefällt, dann war der Grund meistens, dass ich die Frage falsch formuliert habe. Und ein total geiles so Mini-Hack ist, am Ende, wenn du was gefunden hast, was dir was geholfen hat bei ChatGPT, und es hat ein paar Prompts gedauert, kannst du mal fragen,
hey, sag mal, mit welchem Prompt hätte ich denn dieses Ergebnis gleich beim ersten Mal bekommen? Und es ist manchmal total faszinierend, dass du einfach, wenn du am Ende fertig bist, halt fragst, was wäre der Shortcut gewesen? Und da sind wir wieder beim Biohacken. Quasi, es ist eine Technologie, die dir dabei hilft, bei jeder Interaktion lernst du auch ein bisschen was. Das finde ich wirklich total geil. Und wenn du, also das ist für mich das größte Aha-Erlebnis, dass es wahnsinnig viel Spaß macht, weil du sofort Feedback bekommst und dich selber hinterfragst und wieder dazu lernst. Es ist echt mega. Ja. Also ich habe gerade auch dran gedacht, obwohl das nicht ganz passend ist, das Bild, aber Naval Ravikant, dieser, ich sag mal, Tech-Philosoph, hat das mal so ein bisschen bezeichnet als Taschenrechner für Worte. Also du musst sozusagen halt wissen, was du ausrechnen willst, aber wenn du, und dann gibt es natürlich, also Taschenrechner hat ja auch wahnsinnig viele Funktionen. Also du kannst natürlich summieren oder subtrahieren, aber du kannst natürlich auch irgendwie die Wurzel ziehen von irgendwas. Also je nachdem, was du wissen willst oder wie komplex es auch sein soll und du weißt, wie du den Taschenrechner letztendlich benutzt, kann er dir enorm weiterhelfen und dir eben diese 100%. Ganzen Arbeitsschritte sparen. Also das ist echt mega. Also wir gehen auch gleich weiter zum Thema Biohacking, Gesundheit. Aber vorher, weil ich finde, eines der nennenswertesten Projekte, die du machst und die so ein bisschen zeigen, was das Potenzial sein kann, ist, du produzierst einen Podcast. Allerdings, du experimentierst eben darum, du hast ja gerade schon über Avatare gesprochen, dass du da gar nicht mehr so eine große Rolle spielst. Kannst du mir dieses Projekt nochmal kurz erklären? Ja, also quasi, es sind im Endeffekt Video-Content-Episoden und unsere Idee ist zum Beispiel auch bei Quest Vitality, wir haben so viel Wissen, aber es ist versteckt in unseren Rechnern, in unseren Köpfen und wir würden halt einfach ganz gerne auch in einem Open-Source-Gedanken dieses Wissen zugänglich machen. Aber wir können uns nicht jedes Mal vor die Kamera stellen. Und die Videos zu produzieren, das weißt du selber, das kostet so viel Zeit und Kraft. Und ich erlebe zum ersten Mal mit der Kombination aus zum Beispiel ChatGPT und irgendwie diesen Video-Avatar-Programmen, dass ich mir ein gutes Skript innerhalb von kurzer Zeit zusammenbauen kann, inklusive, was wäre denn jetzt hier für ein gutes Visual? Und dann kriege ich halt für ein 2-Minuten-Erklärvideo zum Beispiel, ich habe von Andy Galpin diese neuen Fitness-Assessments. Die hat er auf dem Huberman-Podcast in einer Stunde vorgestellt. Von irgendwie dieser 4-Stunden-Dauer-Episode. Fand ich mega geil, aber ich hätte ganz gerne für jemanden, der das ausprobieren will, ein 2-Minuten-Video, wo drin ist, das ist, warum er die gewählt hat, das ist die sind die neuen Dimensionen. Dann ergänzen wir noch das Wissen vom Lutz als quasi Vorstufe zu, sag ich mal, damit du das überhaupt sicher machen kannst, was sollte irgendwie erfüllt sein. Und dann können wir für jeden Test ein kurzes Video drehen. Und das ist, was wir gerade machen. Wir produzieren diesen Content, der eh schon im Internet verfügbar ist, und laden ihn quasi in eine Video-Avatar-Software und wählen uns einen Avatar aus. Trainieren wir auch gerade unsere eigenen. Also quasi, dass eben nicht mehr ein fiktiver oder ein anderer Autor das Thema vorspricht, sondern dass du halt dann ein Bild von mir, von Lutz, von sag mal, Anna siehst und wir unsere Stimmen in Deutsch und Englisch haben. Und das Faszinierende ist, als ich bei JobLocal angefangen habe und wir hätten sowas produzieren wollen, wäre das wahrscheinlich eine Arbeit von einer Woche gewesen und hätte Tausende von Euro gekostet. Und jetzt ist es halt so, ich mache zum Teil so ein Ding in 10 Minuten der Mittagspause, schick's raus und die Leute liegen wirklich die Kinnlade auf dem Tisch. Weil das schon so fotorealistisch aussieht, diese Videoarbeiten sind schon richtig, richtig gut. Und das ist wiederum ein Beispiel von, das wird uns ermöglichen, besser miteinander zu kommunizieren und die Inhalte auf, sage ich mal, im Internet auf eine höhere Niveaustufe zu heben, wenn du weißt, was du sagen willst. Und da sind wir wieder bei dem Ausgangsthema. Ich will quasi dieses Wissen in kleinere Häppchen packen und zur Verfügung stellen. Das ist der Newsletter. Das können eben diese Video-Content-Schnippels sein. Es kann sein, dass es mal eine komplette Podcast-Reihe wird. Oder eben, woran wir auch gerade dran sind, es in einem sich ständig weiterentwickelnden Buch zusammenzufassen. Also du sagst, wir schreiben quasi gerade an dem Buch mit dem Titel The Human Advantage in an Age of Intelligent Machines. Also wo finden wir eben unsere Rolle? Weil diese Technologien sind da, die werden jedes Jahr schneller. Alle 10 Monate verdoppelt die AI gerade ihre Kapazität. Das heißt, ChatGPT jetzt ist schon irgendwie, okay, krass, warte mal auf die nächste Iteration. Da hast du dann 35.000 bis 50.000 Worte, die du reinkopieren kannst. Und dann wird's schnell verrückt. Also jetzt ist es halt schon noch nice, aber schon noch an vielen Stellen halt beschränkt. Aber sobald das Thema 2 Iterationen weiter ist, wird echt
Wahnsinn. Also kannst du vielleicht so ein Video sogar mit uns teilen, dass ich das noch in den Shownotes irgendwie hinterlege? Auf jeden Fall. Ja, das wäre echt spannend. Ihr also da sind wir ja schon bei Beispiel, den mindblowing Sachen. Vielleicht auch noch, gibt es noch so ein paar andere Sachen? Einfach nur so ein bisschen, um die Vorstellung der Leute so ein bisschen anzuregen, was denn alles möglich ist. Was sind so für dich vielleicht die krassesten Projekte oder Sachen, die du vielleicht schon gesehen hast, wo AI angewendet wird und fantastische Resultate präsentiert? Also ich sag mal, die eine Kategorie, die wirklich sehr gut funktioniert, ist beim Brainstorming zu unterstützen, weil du einfach Impulse bekommst, die du nicht gedacht hättest. Also das ist, glaube ich, das muss einfach jeder mal selber ausprobieren, wenn du an der Frage gerade festhängst und du willst, sag mal zum Beispiel, du würdest einen Buchtitel suchen und du hast Titel im Kopf, die dir gut gefallen, die nimmst du als Ausgangsbasis und sagst, hey, ich schreibe zu dem Thema, ich finde diese Art von Titel ganz cool, gib mir mal 10 Iterationen. Und dann kriegst du sofort ein, naja, krass, stimmt, daran habe ich gar nicht gedacht. Und da ist auch wurscht, ob von den 10 Dingen 2 halluziniert sind, weil dir geht es ja erstmal nur darum, in diesen kreativen Prozess, in diesen Flow zu kommen. Und also das ist, was ich jeden Mal anregen würde, einfach mal mit einem einfachen Thema auszuprobieren. Viele Firmen schreiben E-Mail-Newsletter. Und was immer nervig ist, was ist jetzt der passende Header für diesen E-Mail-Newsletter? Und wenn das ein Kunden-Newsletter ist, den du eh öffentlich machst, kannst du den ohne Probleme auch in ChatGPT reinkopieren und kannst sagen, hey, ich brauche eine geile Headline für diesen Newsletter. Oder gib mir eine Zusammenfassung für diesen Paragraphen. Oder schlag mir ein Bild vor, was jetzt hier gut dazu passen würde. Also einfach mal so ein bisschen mit dem Thema zu spielen, um Inspiration zu holen und dann als Mensch wieder zu sagen, das gefällt mir am besten, dafür entscheide ich mich. Mhm. Und das sind, sagen wir mal, sehr, sehr simple Use Cases, wo du einfach auch wahrscheinlich nach 3, 4, 5 Minuten fertig bist und sagst, okay, cool, passt, habe ich, ich schicke den Newsletter raus, abgehakt. Ein anderes Thema, wo man, finde ich, die Kraft extrem gut sieht, jetzt sind wir vielleicht auch wirklich, um ein Biohacking-relevantes Beispiel zu nehmen, viele von uns haben irgendwie Fitness- oder Ernährungspläne. Und normalerweise läuft es ja so, entweder hast du einen bezahlten, wo irgendein Coach sich hinhockt und halt für eine Gruppe von Menschen oder für dich persönlich einen Plan macht. Und dann kriegst du halt in Makro- und Mikrozyklen zum Beispiel einen Trainingsplan für die nächsten 6 Wochen. Und wir haben uns gedacht, naja, wie gut ist denn ChatGPT als Fitnesscoach? Und wir haben einfach mal gesagt, hey, ich bin der Dominik, das ist, was ich mache. Wie würdest du denn vorgehen, wenn du jetzt als Personal Coach mich als neuen Kunden onboarden würdest? Was sind denn die ersten Fragen, die du mir stellst? Das ist auch das Beispiel, was ich letztes Mal beim Workshop in ungefähr 35 Minuten im Detail ausgerollt habe. Und was am Ende, ich mal spule ein bisschen vor, was am Ende bitte ist, ich habe ihm halt Frage, Antwort, wo ich gerade stehe, was ich erreichen will, welche Eingangswerte ich habe. Und dann habe ich gesagt, okay, pass mal auf, Tiger, das ist eigentlich schon ganz cool. Der hat mir dann auch einen Plan generiert, der war okay für die gesamte Woche mit morgens irgendwie eine Mobility-Routine, dann einen Kraft- und einen Ausdauertrainingsteil, weil ich gerade irgendwie mich auf ein Rad-Event vorbereite und am Ende noch abends irgendwie eine Erholungssession oder eine Yoga-Session. Und das hat er eigentlich auch ganz brav gemacht, aber halt schon noch sehr oberflächlich. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt pass mal auf, ich habe ja gerade einen Trainingsplan. Ich kopiere jetzt mal den Montag rein von der normalen Trainingswoche. Zyklus 1, Woche 1, Tag 1. Und ich sage dir, das ist, wie meine Montage aussehen. Und jetzt mach mal, was du glaubst, was für die nächsten 5 Wochen, eine Fortschreibung von diesem einen Trainingstag ist. Und ich sage dir, das war echt verrückt. Ich habe ja die echten Pläne, die Fortschreibungen. Und der war an manchen Stellen zu 90% auf dem Niveau, was der bezahlte Trainingsplan auch gesagt hätte. Und da denkst du dir, wenn du momentan in der Branche bist, wo dich die Leute dafür bezahlen, dass du Wissen, was generell standardisierbar ist, auf einzelne Menschen anpasst und dann rausschickst und dafür Geld verlangst, das wird nicht mehr lange dauern, dass ein Trainierender wie ich, die einfach sagt, ich habe gar keinen 6 Wochen Trainingsplan mehr, sondern der Dominik macht am Montag seinen Beintag, kopiert die Ergebnisse rein und dann sagt er dir, was er am Dienstag im Oberkörpertag macht, basierend auf dem, was du am Montag gemacht hast. Und wenn du da noch in der Früh Lust hast, das ist jetzt die Frage, wie sehr du das Thema halt auch in deine Lebenswelt einbauen willst, Schlafdaten, Oura Ring. Wenn du irgendwie Ernährung trackst oder halt sowas wie Hello Insight oder einen anderen Blutglukosemonitor hast, dann kannst du sagen, ich weiß, wie ich morgens aufgestanden bin, ich weiß, wie ich geschlafen habe, ich weiß, wie gerade mein Blutzuckerlevel vor, während und nach dem Training ist, ich weiß, wie die Einheit hätte sein sollen, welche Intensität ich wirklich gefahren habe und daraus weißt du dann, okay, Mittwoch, Dominik, mach mal ein bisschen ruhiger, weil du hast dich ganz schön rausgeschossen gestern. Und stell dir mal vor, du bist jetzt in der Beispiel Eishockey
die haben alle den gleichen Trainingsplan. Wird einfach, du kannst nicht für irgendwie 25 Leute, gerade im Nachwuchsbereich noch mal schlimmer, kannst nicht hergehen und jedem seinen Mikroplan schreiben. Natürlich kannst du hier und da so ein bisschen anpassen, aber dieses Thema von Individualisierung, das ist einfach nicht abbildbar und auch nicht bezahlbar. Und wenn jetzt jeder von denen eine, keine Ahnung, die Red Bulls München App hätte und dann loggt sich der Spieler ein, kopiert seine Trainingsdaten hoch, die Maschine ist verbunden von seinem Oura-Ring und mit seinem Glukosemonitor und dann sagt er, wie es morgen weitergeht. Und der eine kriegt halt irgendwie den Hau nochmal drauf Tag und der andere kriegt einen Rest Day. Alle aber mit dem Ziel, dass die wissen, ja, am Freitag haben wir das entscheidende Spiel 60 der Hinrunde für die Qualifikation der Playoffs. Am Freitagabend sollt ihr Peak Performance liefern. Und das ist natürlich für uns Unternehmer genauso, dass du sagst, schau mal, ich habe rausgefunden, ich bin am produktivsten morgens. Wie muss ich mein Training gestalten und meine Ernährung gestalten, dass ich in der Phase, wo ich glaube, dass ich am ehesten, am leichtesten in den Flow komme, dass ich von 8 Uhr bis, keine Ahnung, 9.45 Uhr so knappe 1,5, 2 Stunden Flow-Zustand für kreative Arbeit erreichen kann. Und dann musst du dich nicht mehr hinhocken und dir halt wochenlang Pläne schreiben, sondern du kannst einfach, du kriegst eine direkte Interaktion, du lädst ein paar Daten hoch, kriegst ein Feedback, weiter geht's. Der komplette Fitness- und Ernährungsmarkt. Ja, führ das noch zu Ende. Ich habe noch ein paar Folgefragen dazu. Ich sage nur, der komplette Fitness- und Ernährungsmarkt wird auf den Kopf gestellt. Meiner Meinung nach. Also, ja, es ist extrem. Das Thema ist für mich so ein bisschen, was ich merke auch von Leuten, die mich fragen oder denen ich sogar so ein bisschen zeige, wie sie ChatGPT verwenden, eben das auch das Vertrauen. Also viele wollen so ein bisschen das noch abgesegnet haben. So ein bisschen der Notarstempel, dass jemand sagt, okay, nee, das ist valide, das klingt gut so, okay, und hier mal vielleicht noch eine kleine Anpassung oder so und dann ist es, dann passt es. Aber aus deiner Sicht, so wie anwendbar ist es im Moment schon? Ist da zum Beispiel auch hier ein Ansatz erkennbar, wo Quest Vitality letztendlich hin will, also dass ihr das Leuten dann auch anbietet, weil ich glaube, sich das so selber ein bisschen zusammenzusuchen, du hast ja gerade einen Haufen Apps genannt, viele von den Biohackern und ich bin mir sicher von den Menschen, die gerade zuhören oder zusehen, kennen diese Anwendungen wie Hello Insight oder Oura Ring und so weiter, aber es gibt da natürlich auch einen Haufen andere und da ist ja natürlich auch ein bisschen dann neuer Markt und du wirst zugeschossen mit diversen Angeboten. Also ich merke es jetzt auch gerade schon, mir werden immer wieder Firmen oder Startups vorgestellt, die auch jetzt fett draufschreiben, ja, wir sind AI-getrieben und wir haben hier einen neuen Tracker und hier HRV-Messung und so weiter. So, wie findest du jetzt für dich so ein bisschen das Licht im Dunkeln, also den Weg durch den Dschungel? Also das ist tatsächlich auch nochmal so dieser Kern von dem Framework, was ich vorher gesagt habe, dass quasi bei Quest Vitality wir den Leuten im Endeffekt es einfach machen wollen, die paar Grundprinzipien, die für alle gelten, in leicht anwendbare und aufeinander aufbauende Schritte zu übersetzen, dass du sagen kannst, okay, wenn mein Ziel X ist, dann solltest du morgen mal den ersten Schritt in die Richtung Y gehen. Und das ist dieses sozusagen das Framework rund um den, sagen wir mal, vielleicht um das ganze Thema Quest Vitality, wo ich auch meine Erfahrungen der letzten 15 Jahre mit einbringe und Lutz und Anna ihre Perspektive mit einbringen. Und ich glaube einfach, du hast mich ja eingangs gefragt, das ist ein exponentieller Entrepreneur. Und es gibt dieses 6D-Modell von Peter Diamandis, der quasi sagt, alles, was man digitalisieren kann, wird irgendwann digitalisiert und dann verfolgt diese 6Ds, die am Ende in der Demokratisierung enden. Wie zum Beispiel Wikipedia, dieses Wissen auf Wikipedia ist jetzt für alle mit dem Internetzugang for free verfügbar. Und hier in Deutschland, damals zur Zeit irgendwie in Weimar im 15. Jahrhundert, warst du quasi dann reich, wenn du dir eigenes Wissen leisten konntest. Die Leute haben ihren Wohlstand über Bibliotheken zum Ausdruck gebracht. Da hast du Wissen besessen. Du hattest einen Schriftsteller angestellt, der für dich Bücher geschrieben hat. Auch ein bisschen wie ChatGPT, nur halt etwas langsamer und etwas wahrscheinlich, sage ich mal, auf Nischen beschränkt, aber einen Gelehrten sich leisten zu können, der dir ein Buch geschrieben hat, war damals ein Zeichen von, du hast es geschafft. Und heute hat jemand, egal auf der Welt, den Internetzugang hat, hat Zugang zu Informationen. Mit der Herausforderung, er muss jetzt bewerten können, ob die richtig oder falsch ist. Aber das ist im Endeffekt, was einen exponentiellen Entrepreneur ausmacht. Er strebt danach, die Dinge zu demokratisieren, weil dann alle darauf Zugriff haben. Und das ist diese positive und, sage ich mal, im positiven Sinne Überfluss schaffen, weil warum soll Wissen dem einen Menschen zugänglich sein und dem anderen verwehrt sein?
Es gibt natürlich Fälle von, ich habe was erfunden, ich möchte diese Erfindung monetarisieren, weil ich habe da Zeit und Geld reingesteckt. Das ist vollkommen fair, also da brauchen wir nicht drüber reden. Das heißt, es geht jetzt nicht darum, jedes Schutzrecht zu entfernen und keiner darf mehr Geld mit intellektuellem Property verdienen. Aber generell strebt Wissen danach, wenn es digitalisiert wird, irgendwann halt auch demokratisiert zu werden und dann eigentlich für alle free zur Verfügung zu stehen. Und das ist, glaube ich, was ein schönes Bild wäre, wenn wir mit Quest Vitality wirklich einen positiven Beitrag leisten, dann gelingt es uns, diese Grundprinzipien, die ja niemand erfunden hat, kann man auch mal sagen. Also, wie viele Leute ownen dann den Begriff Schlaf oder Ernährung oder ketogene Diät oder sonst was? Das ist ja nichts, was du als Mensch erfunden hast, sondern du hast halt vielleicht eine Erklärung gefunden, wie Prozesse funktionieren und ermöglicht anderen, das zu verstehen. Aber wenn man das nicht in den Gesamtkontext sieht von der gesamten Person, dann ist dieses Wissen wieder eine Inselbegabung. Und dann diskutieren die Leute über irgendwelche super special Sondersupplements, aber optimieren halt nicht ihren Schlaf oder ihr trinken nicht genügend Wasser. Und das wäre unser Wunsch bei Questility, dieses Wissen zugänglich zu machen und den Leuten auch idealerweise mit vielleicht zu einer Art Chat-Oberfläche Fragen zu beantworten, für die wir keine Zeit haben. Und im Laufe der Zeit mit den Antworten wird das Modell besser und dann können wir einfach halt uns auf das konzentrieren, wo wir wirklich richtig gut drin sind, dann am oberen Ende der Zielgruppe, im High-Performance-Segment, mit den Unternehmern, mit den, sage ich mal, Executives, mit den Leistungssportlern wirklich an Peak-Performance zu arbeiten. Weil die Latte immer höher zu legen, das kostet Zeit, das ist innovativ, da brauchst du Kreativität. Dem, sage ich mal, Freizeitathleten zu erklären, wie er eine Kniebeuge macht, damit kannst du in Zukunft auch kein Geld mehr verdienen, meiner Meinung nach. Da gleich die spannende Frage, denn ich könnte mir vorstellen, wir haben hier bestimmt ein paar Leute, die zuhören und die vielleicht in dem Projekt auch arbeiten, also sprich in dem Bereich Ernährungswissenschaften, Fitnesstraining. Was würdest du jemandem raten, der vielleicht gerade im Moment genau noch das tut, also Fitnesspläne erstellen für den Hobbysportler? So, wie könnten die sich jetzt schon vorbereiten auf das, was kommt, oder vielleicht sogar schon damit interagieren, damit arbeiten, um sich weiterzuentwickeln? Witzigerweise hab dir vorhin erzählt, ich habe heute mit meinem alten Mitgründer, mit dem Basti von Jovlocal, haben wir einen 2-Tages-Workshop zu genau dem Thema designt. Da soll quasi die Frage sein, wie kann ich AI as a Copilot einsetzen? Aber wichtig, Copilot, ich bin im Lead, ich muss die Route wissen, ich fliege das Flugzeug. Und zwar einmal quasi im ersten Tag in einer Art Simulator. Das ist jetzt, was wir vorhin erklärt haben, wie funktioniert das Ding, was sind die Dinge, die man beachten muss. Und wenn du da verstanden hast, wenn ich Knüppel nach unten drücke, fliegt er runter, wenn ich hochziehe, fliegt er rauf und dann kann ich hier mal irgendwie eine kleine Neigung machen und so. Wenn du weißt, wie grundsätzlich dieses Modell funktioniert und ab wann es auch halluziniert, wenn du diese Voraussetzung abgehakt hast, dann können wir uns am zweiten Tag uns anschauen, wie sieht ein typischer Arbeitsalltag für dich aus, also quasi my day, und wie kann ich jetzt in meinem Alltag nach Dingen suchen, für die der Co-Pilot besser geeignet ist als ich. Das wäre jetzt mal die erste Herangehensweise, sich mal zu überlegen, was mache ich denn regelmäßig? Habe ich auch so eine kleine Matrix quasi, wenn du etwas findest, was du täglich machst und könntest dir 5 Minuten Zeit sparen bei dieser täglichen Arbeit und du hast einen Tagessatz, keine Ahnung, 2.500 Euro, dann ist diese 5 Minuten Zeitersparnis am Ende des Jahres fast 10.000 Euro wert. Und wenn man sich mal so seinen Arbeitsalltag anschaut und durchschaut und sagt, okay, welche Dinge mache ich sehr häufig? Da ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass eine Maschine unterstützen kann, weil es per Definition wahrscheinlich repetitive Tätigkeiten sind. Wenn ich zum Beispiel sehr häufig Instagram-Posts mache, könnte es ein Beispiel sein, ich bin ein Influencer für ein gewisses Thema im Bereich Biohacking und die Leute erwarten von mir so und so viel Content pro Woche. Ist es halt wahrscheinlich schwierig, sich immer wieder was Neues aus dem Finger zu ziehen, das interessant zu gestalten, die Interaktionen irgendwie auch anzupassen, mal einen neuen Stil Es ist reinzubringen. extrem zeitaufwendig. Deswegen bin ich so wenig auch auf Instagram, weil ich finde, das ist genau, du sprichst jetzt genau etwas an, was eigentlich mich belastet. Weil ich denke, ich muss präsent sein, ich muss den Leuten Content liefern, so ein bisschen wie das Schaufenster so meiner Marke und immer was Neues präsentieren. Aber es nimmt extrem viel Zeit weg. Aber jetzt bin ich sehr gespannt auf deinen Lösungsvorschlag. Ja, also ich meine, eine Aufgabe wäre dann jetzt, überlege dir halt einen neuen Contentplan, also quasi act as a Copywriter oder act as a World-Class Instagram Influencer und dann beschreibst du dein Problem, so wie du es auch einem Menschen beschreiben würdest und sagst, hey, ich weiß eigentlich, dass
ich gerne mehr sagen würde über die Themen, zum Beispiel FlowX. Könnte ein Thema sein, dass du sagst, ich würde ganz gerne über die nächsten 12 Wochen den Leuten FlowX besser erklären. Ich kann dir auch sagen, was es ist, weil ich habe eine Landingpage dazu, ich habe eine E-Mail dazu, ich kann dir reinkopieren, was FlowX sein soll, meiner Meinung nach. Ich kann dir sagen, wer die Zielgruppe ist. Und jetzt wäre vielleicht eine erste Frage, was erwartet meine Zielgruppe an Informationen in Social Media? Dass du dich erstmal, dass du den Chatbot benutzt, um dich in die Lage von deiner Zielgruppe zu versetzen und überhaupt mal guckst, ob du nicht vielleicht schon vom Blickwinkel her zu stark deine Brille drauf guckst. Und das kann schon super interessant sein. Das war ja das, was ich am Anfang gemacht habe mit dem Trainingsplan, wo ich gesagt habe, hey, sag mir mal, wie du jetzt vorgehen würdest als Personal Trainer. Wie würdest du denn bewerten, wo ich überhaupt stehe, damit ich Gefühl habe, ob ich mit dir zusammenarbeiten will? Und dann kannst du sagen, was erwartet meine Zielgruppe in meinem Instagram-Account? Und passt das zu dem, was ich mit meinem Instagram-Account machen will? Das wäre mal die erste Frage. Also deine Strategie mit den Erwartungshaltungen der Zielgruppe abzugleichen und dann auch den ersten Check zu machen, ist das eine vernünftige Antwort oder ist das Bullshit? Weil du hast die Erfahrung, was deine Leute von dir auf Instagram wollen. Und wenn er da irgendwie totalen Schmarrn vorschlägt, dann sagen du, Tiger, ich glaube, wir haben nicht das gleiche Verständnis von dem, was meine Zielgruppe will, dann würde ich ihn mit den konkreten Dingen füttern, von denen du ausgehst. Die Leute zum Beispiel erwarten einmal die Woche ein Thema aus dem Umfeld Biohacking und vielleicht im Kontext von, wie komme ich besser in den Flow. Das ist was sie immer wieder wollen, so ein Evergreen könnte sein. Und auf der anderen Seite erwarten sie vielleicht, wenn was Aktuelles, was Neues passiert, dass ich das kommentiere. Und dann wäre halt eine Möglichkeit zu sagen, ich hätte gerne einen Contentplan, der auf der einen Seite dieses Evergreen-Thema einmal die Woche spielt und auf der anderen Seite hätte ich ganz gerne einen Raum in dem Contentplan, wo ich aktuelle Neuigkeiten einfließen lassen kann. Und jetzt schlag mir mal vor, wie häufig würdest du posten? Soll es eine Story oder ein Reel sein? Wenn es ein Reel ist, aus wie vielen? Also ich würde wirklich fragen und ehrlich gesagt auch gucken, ob mich die Antwort überzeugt. Und wenn du die Antwort gut findest, natürlich das Thema wie immer experimentieren. Also bei den Video-Avataren habe ich die Voice-Offers genommen, reingeladen, geguckt, ob mir das Ergebnis gefallen hat. Und in den meisten Fällen war es so, ja, da fühle ich mich echt ganz gut wohl, wenn du, wie gesagt, weißt, was du willst. Und welchen Video-Avatar so verwendest du übrigens? Also bin ich mir sicher, also ich kann da mal sagen, die Folgefrage. Es gibt Futurepedia, heißt die Seite, da werden AI-Programme, sage ich mal, wie eine Meta-Suchmaschine vorgestellt. Und wenn du da gerade Video-Avatar eingibst, gibt es 9 verschiedene, wo man jetzt die Leute gleich für sich selber mal schauen können, was spricht mich an. Wir persönlich machen ganz gute Erfahrungen mit Synthesia. Das ist quasi eins, was dir anbietet, dein eigenes Avatar zu trainieren und wo aber auch schon die Stock-Avatare und die Stimmen relativ gut sind. Wenn du nur Stimme willst, habe ich mit play.ht, also Heinrich Theodor, auch schon sehr gute Erfahrungen gemacht. Da kannst du den Podcast generieren und so Snippets von Played, Max und Dom haben Play, also wie der, ich glaube, es heißt einfach nur Play. Glaube ich, okay. Play.ht. Kann man schon schauen. Oder wir können sie in die Shownotes packen, das ist danach. Genau, ja, genau. Wikipedia, Synthesia und Play.ht habe ich mir jetzt aufgeschrieben bisher. Ja, das sind so die großen. Aber was meintest du, wir könnten zum Beispiel Dom und Max? Wir könnten jetzt zum Beispiel sagen, einen Teaser zu dieser Episode, bevor sie stattgefunden hat, würde ablaufen von: Wir beide tauschen uns zu Themen aus, über die wir sprechen wollen. Dann sagen wir ChatGPT, hey, das ist ein Thema, über das wollen wir heute sprechen. Mach uns eine 30-sekündige Teaser-Episode oder einen Ausschnitt aus einer Episode, die über dieses Thema geht, ohne dass wir jeweils gesprochen haben. Dann generiert der uns für Max und für Dom die quasi Voice-Overs. Und dann sagen wir, okay, wir laden das in Play.ht und trainieren da vielleicht unsere eigenen Stimmen oder nehmen jetzt mal, um es leicht zu machen, die vorhandenen Stimmen. Und dann schickst du deine Audience raus und sagst, hey, ich habe mich mit Dom zusammengekocht, hier ist ein Zitat aus dem Podcast, ich finde die Episode ganz cool, sollen wir die wollt ihr davon mehr hören? Und bevor du mich überhaupt eingeladen hast, also rein theoretisch kannst du dir vorstellen, was du willst, kannst du deine Audience anteasern, ob die Lust haben auf unser Gespräch. Ich meine, das könntest du natürlich so theoretisch auch machen, aber wenn wir beide unsere Stimme trainiert hätten, wo es, glaube ich, relativ kurzfristig hingeht, also es ist ein Ausblick für die Arbeitswelt der Zukunft, könnten wir zwar sagen, komm, wir haben ein Snippet, wir testen die Temperatur am Markt und die Leute es cool finden. Und wenn sie es gut finden, dann machen wir die Episode. Wenn sie es scheiße finden, sparen wir es uns. Das könnte ein ganz konkretes Thema sein, wie wir zwei damit rumspielen könnten. Dom, eine Frage, die mich auch schon sehr beschäftigt, mit natürlich Copywriting, weil es gibt ja dieses eine Katzenvideo, wo jemand Eminems Stimme
generiert hat und damit einen Katzenrap gemacht hat. Jetzt könnte ich mir natürlich vorstellen, angelehnt an das Beispiel, das du gerade genannt hast, ich könnte jetzt einen Podcast machen. Angenommen, ich schreibe ein Skript und sage, Jordan Peterson oder Tim Ferriss ist in der Flowgrid Show. Und dann nehme ich die Stimme von Tim Ferriss und dann generiere ich mehr oder weniger ein Interview anhand eines Skriptes, das ich ebenfalls mit ChatGPT erstellt habe, wie Tim Ferriss wahrscheinlich, da er auch viel Content online hat, antworten würde und lade das dann hoch. Und dann wirkt es tatsächlich vielleicht, im Moment hört man es noch, aber vielleicht in recht kurzer Zeit nicht mehr, dass Tim Ferriss in der Flowgrid Show war. So, das wirft natürlich so ein paar Problematiken auf. Also verletze ich damit Urheberrecht? Ist das aus deiner Sicht problematisch? Wie siehst du das? Also ich, meines Wissens, jetzt mal nur um die rechtliche Frage zu klären, diese Antworten wurden durch dich generiert, weil du den Prompt ausgelöst hast. Und nachdem ja die Antwort dann eine Abfolge von Wahrscheinlichkeitsrechnungen war, hast du damit originären Content generiert. Also du bist damit erstmal nicht angreifbar auf der, so wie ich es verstanden habe, aktuelle Rechtsprechung. Auf der moralisch-ethisch vertretbaren Seite ist ja genau die Frage im Creator- and Ownership-Economy, warum meiner Meinung nach dieses Thema Web3 in Kombination mit AI, diese Konvergenz der Technologien erst so richtig krass werden. Jetzt nehmen wir mal das Beispiel Bitcoin. Bitcoin ist das unveränderste Element der Welt. Es gibt nichts, was so resistent gegen Veränderungen ist wie Bitcoin. Müsst ihr mir für den Moment glauben, weil wenn wir diese Frage jetzt aufmachen, warum das so ist, sprechen wir Stunden nur über dieses Thema. Aber wenn wir mal annehmen, dass dieses digitale Element Bitcoin es ermöglicht, so ähnlich wie quasi in der physischen Welt zum Beispiel ein Zeichen, die Cheops-Pyramide zu ritzen und alle zu wissen, okay, da hat jetzt gerade der Max ein Zeichen reingeritzt, die hat er gebaut, nur gesagt. Und dann kann die gesamte Welt verifizieren, ohne sich auf irgendjemanden zu verlassen, ob der Max wirklich an den Stein da oben rechts dieses Zeichen reingeritzt hat. Würde für unser Beispiel bedeuten, damit du dich Content überhaupt als authentisch wahrnimmst, wirst du nach der Signatur von bekannten Personen schauen. Und Tim Ferriss wird halt eine eigene, unveränderbare Signatur haben. Und es wird relativ schnell wahrscheinlich Programme brauchen, ähnlich wie eine MetaMask, die halt, bevor du das Video abspielst, checken, ob derjenige, der namentlich erwähnt ist, auch derjenige ist, der quasi mit seiner Signatur unterschrieben hat, dass dieser Content von ihm ist. So wie ja die Gäste der Flowgrid Show auch am Ende sagen, die Episode kannst du veröffentlichen. Und diese digitale Signatur mit einem unveränderlichen Element wird meiner Meinung nach ein wichtiger Schritt sein, dass wir künftig halt in einer Content-Explosion, die wir hoffentlich sehen werden, ehrlich gesagt, auch wissen, wer was gemacht hat. Und dann ist natürlich der letzte Schritt, wie bezahle ich denn für diesen Content? Und ich meine, stell dir mal vor, wir zwei machen so ein Streaming-Modell und die Leute können halt bei uns einsteigen und sagen, hey, die ersten 5 Minuten sind for free. Und dann kannst du entweder spenden oder bezahlst pro Minute oder sonst was. Und wenn der böhnischen Quatsch labert, dann schalte ich halt ab, dann kriegt er auch keine Asche. Aber wenn das Ding wirklich ein Gespräch ist, was mich fesselt und wo ich mehr hören will, dann kann ich den, der halt mir diesen Mehrwert verschafft hat, direkt unterstützen. Und da gibt es zum Beispiel im Bitcoin-Space, ich finde die Fountain-App total geil für Podcasts. Ich weiß nicht, ob du die selber schon kennst oder nutzt. Ich habe gehört davon, aber noch nicht probiert, nee. Mega geiles Modell. Du hast eine Lightning-Wallet drin und du kannst, während du hörst, verdienst du Satz beim Zuhören. Also du wirst dafür bezahlt, dass du eine Podcast-Episode hörst und musst dir dafür weniger Werbung anhören. Und die Hoffnung ist, dass du quasi diese dort verdienten Satz, und das sind also Mikrocent-Bereiche, aber trotzdem irgendwie dann spendest, wenn du in der Episode eine coole Stelle findest. Also ich kann zum Beispiel einen Shoutout machen, kann sagen, hey, Minute 13 von Flowgrid Show 127 mit Lutz zum Thema Schlaf war Wahnsinn und ich spende 500 Satz. Die gehen zum Beispiel dich und an den Gast. Und das ist ein total geiles Modell, meiner Meinung nach, halt Wertschätzung zum Ausdruck zu bringen und die Leute auch anzuregen, coolen Content zu produzieren. Und da sind wir auch wieder dabei. Wenn du jetzt mit der AI irgendeine 0815-Episode mit Tim Ferriss machst, das wird sich kein Mensch anhören wollen. Wenn du aber irgendeinen total interessanten Winkel rauskitzelst, der sich vielleicht sogar anhört wie Tim Ferriss, wo aber halt authentisch ist, sagst du, boah, geil, das gab's vorhin nicht, glaube ich, dass vielleicht sogar Tim Ferriss sagen wird, mega, danke, Mann, hier hast du irgendwie 500 Satz davon, das war eine geile Geschichte, da habe ich selber drüber noch nicht nachgedacht. Und da sind wir wieder bei dem Thema, was ist der Human Advantage? Die Leute wollen authentische Inhalte. Das ist, finde ich, schon, was man nicht unterschätzen darf. Das Werkzeug AI hat an und für sich erstmal nur ja Unterstützende, eben dieser Copilot.
Du musst wissen, welches Flugmanöver du fliegen willst. Wenn du immer nur den gleichen langweiligen Looping fliegst, dann schauen die Leute weg. Aber wenn du irgendwie, wie keine Ahnung, schon weiter halt irgendwie einen neuen Trick erfindest, den vorher noch keiner konnte, das ist, was die Leute sehen wollen. Also, die wollen, also, dass was ich so ein bisschen. Ja. Ich sprich weiter, ich komme jetzt, ich habe den Punkt gemacht, ja. Nee, super gut. Also ich sehe, was mir gerade im Kopf kommt, eben genau wieder dieser Satz. Also wenn jemand vielleicht da draußen Angst hat, boah, AI bedroht vielleicht auch mein Geschäftsfeld oder meinen Beruf. Nein, ich glaube, das ist genauso wie damals mit dem Internet. Ein Anwalt, der sich weigert, das Internet zu verwenden, wird ersetzt von einem Anwalt, der das Internet verwendet. Und genauso wird es wahrscheinlich, so sehe ich es, mit AI sehen, ein Content Creator oder auch ein Fitnesstrainer oder eine Ernährungsberaterin werden ersetzt werden von genau denselben Menschen, die bereit sind, mit AI zu arbeiten. Und deswegen 100%. Macht es so extrem viel Sinn, was du gerade schon, worüber wir die ganze Episode schon sprechen, sich einfach jetzt zu diesem Zeitpunkt schon mit der Technologie auseinanderzusetzen. Wenn eine Sache hängen bleibt, ich sage es immer nach den Vorträgen, die Neugierde auf diese Technologie. Das ist wieder eine Mindset-Frage. Bin ich jemand, Thema Growth Mindset, der Interesse hat, sich jetzt ständig weiterzuentwickeln und zu lernen, dann werde ich auch diese Technologien mir ansehen und schauen, wie kann mir das nutzen. Und ich meine, jetzt an dieser zum Beispiel Fitnesstrainer, an dem Beispiel, um das zu Ende zu spinnen, macht dir das Spaß, quasi den 325. Standardtrainingsplan zu machen, wo du genau weißt, ich kopiere das da jetzt rein, ich sage dem das, aber eigentlich habe ich schon 1000 Mal gesehen, dann machen sie es doch nicht wirklich so und dann ist die Ergebnisse mittel, ich werde zwar ein bisschen dafür bezahlt, aber so richtig cool ist es für beide Seiten auch nicht. Jetzt wirst du halt natürlich auf der einen Seite gezwungen, dieses Mal, aber es generiert halt Cashflow-Modell, zu hinterfragen, zu sagen, hey, wenn ich von diesen Aufgaben befreit werde und Zeit habe für schöne Aufgaben, und das ist im Endeffekt auch das Ziel, was wir mit diesen Workshops bewirken wollen, deine Zeit freizuräumen, dass du die Dinge machen kannst, die nur ein Mensch so richtig geil machen kann. Und überlegst so, okay, was sind denn eigentlich die Dinge, warum bin ich denn eigentlich Fitnesscoach geworden? Was hat mich mal daran begeistert? Wo habe ich eine Passion dafür? Was mache ich da wirklich gerne? Und ja, vielleicht ist nicht für jeden, der eine Passion hat, auch ein Markt da. Das werden wir ehrlich gesagt rausfinden müssen, ob mit dieser Technologieexplosion für jede menschliche Passion ein Markt da ist. Aber es ist schon noch so, dass vorhin ja Naval Ravikant zitiert, der Founder von AngelList, der auch gesagt hat, keiner kann mit dir auf dem Feld, sage ich mal, in den Wettbewerb gehen, wo du bist. Du bist ein Unikat. Finde das, worin du richtig gut bist und zeig's der Welt. Und kann ich sagen, ob das funktionieren wird? Nein, natürlich nicht. Also ich meine, wir wissen alle nicht, was die Zukunft bringt. Aber für mich ist die einzige valide Option, rauszufinden, was ist das, was ich der Welt von mir zeigen kann, was authentisch ich bin und wo Leute sagen, boah, geil, da habe ich Bock drauf. Und es ist doch ein total schöner Auftrag, eben sagen, komm raus aus diesem Hamsterrad von der Daily Grind, ich mache das, was die Leute wollen, die bezahlen dafür, so richtig Bock habe ich eh nicht. Diese berühmte, wir waren ja vorhin beim Recruiting, Gallup-Studie. 6 von 10 Leuten haben innerlich gekündigt. Ja, warum haben die innerlich gekündigt? Weil halt wahnsinnig viele Faktoren in der modernen Arbeitswelt halt einfach deine Passion gekillt haben. Das mag die Führungskraft sein, das mag das Arbeitsumfeld sein, das mag vielleicht auch mal ein externer Faktor sein, aber jemand, der Begeisterung für was hat, wie wir heute auch. Ich meine, wir haben versucht, nach 90 Minuten irgendwie einen Punkt zu machen und wahrscheinlich, wir können noch 2 Stunden drüber reden, weil wir einfach halt... Wir können 4 Stunden, wir können eine richtige Jocko Willink-Huberman-Folge machen. Aber ich weiß, du musst zum Abendessen, deswegen für heute. Aber das war auch so ein geiles Snippet gerade, Domi, das werden wir auch nochmal wirklich, das werde ich so zum Beispiel rausnehmen und den Leuten nochmal separat präsentieren. Das war echt ein sehr, sehr schönes Statement, dieses fokussiere dich auf Dinge, wo du bist oder auch du sein kannst, bring deine individuelle Stärke und auch deine Magie einfach dort ein, wo alles, was du bisher erfahren hast, mit deinen Leidenschaften, mit deinen Werten, da hast du einen tollen Blogartikel vor kurzem geschrieben zum Thema auch Werte und dem Warum, wo die zur Geltung kommen und dieses Mosaik letztendlich dann für sich so dastehen kann, wie es halt zusammengesetzt ist. 1000%. Wenn du überlegst, wenn du mal dich in der Welt umschaust und sagst so, also haben wir gerade zu wenig Probleme, an denen man arbeiten kann? Absolut nicht. Also es ist ja nicht so, dass wir gerade auf einer Welt sagen, es läuft alles, sondern seitdem ich denken kann und auch im Wirtschaftsleben teilnehme, war der Ausblick noch nie so scheiße wie gerade. Und ich meine,
die Liste an Dingen, an denen man gerade arbeiten kann und wofür wir eine bessere Lösung brauchen, die ist echt lang. Und es wird aber keine besseren Lösungen geben, wenn wir es mit immer wieder den gleichen Mitteln versuchen. Das ist ja diese, glaube ich, das Zitat von Einstein. Das ist irgendwie Wahnsinn, die gleiche Sache zweimal zu machen und unterschiedliches Ergebnis zu verlangen oder zu erwarten. Und da ist der einzige, also es ist eine Glaubensfrage oder auch eine Haltungsfrage, wenn du das Mindset hast, Technologie kann da helfen, sobald sie positiv eingesetzt wird. Also don't be an asshole. Das ist Thema, unser Workshop hat den Untertitel Boost your productivity, but don't be an asshole. Und natürlich wird es Leute geben, die, wenn die davor schon einfach eine scheiß Einstellung hatten, sage ich jetzt mal, unter uns, dann werden die auch mit Technologie halt im Zweifel in der Lage sein, ihre scheiß Einstellungen halt zu verzehnfachen. Das ist natürlich ein Problem und deswegen ist es ein bisschen der Star-Wars-Vergleich. Es wird eine dunkle Macht geben, die ist immer auch irgendwie magisch und anziehend, aber es wird auch Leute geben, die halt für die gute Seite der Macht kämpfen. Und ich hoffe, dass halt wir beide auch heute dazu beitragen, zu sagen, nutzt halt die Stärke und nutzt es so, dass es anderen auch hilft und sei einfach kein Arschloch auf dieser Welt, dann geht es uns allen einen Tick besser. Und es ist auch für alle genug da, wenn wir es richtig machen. Das könnte der Titel der Episode sein, sei kein Arschloch mit Dominik Bönisch. Tommy, bevor ich dich gehen lasse, weil du hast gerade schon das Thema Produktivität angesprochen, was machst du denn persönlich oder wie setzt du vielleicht auch schon Technologie ein, um deinen Alltag möglichst produktiv zu gestalten? Vielleicht hast du auch schon ein paar Sachen genannt, aber vielleicht noch ein paar Dinge, die du uns mitgeben willst. Aber du hast ja die zwei großen Hebel von Produktivität. Das eine ist, tue ich das Richtige, also effektiv sein, und das andere ist, es richtig tun. Und bei dem tue ich das, habe ich vor kurzem einfach nochmal ChatGPT genutzt, um als Business Coach mich selbst zu hinterfragen. Und es war echt so gut wie eine bezahlte Coaching Session, weil ich gesagt habe, hey, ich habe ihn gefragt, kennst du diesen Call D-Score? Dann hat er gesagt, ja, kenne ich. Dann habe ich gesagt, hey, ich bin High Quick Start, Low Follow Through. Du hast es vorher schon mal angerissen. Mein Problem ist, ich begeistere mich für viel Zeug und ich habe immer zu viel Sachen auf dem Tisch. Ich kann einfach zu Dingen nicht Nein sagen, das ist meine Schwäche. Und dann lege ich immer 1000 angefangene Sachen bei mir rum und ich muss halt gucken, okay, jetzt habe ich mich wieder übercommittet, wo fokussiere ich mich jetzt drauf? Und der größte Produktivitätshack ist natürlich, Dinge nicht zu tun, damit du die eine Sache kannst, in der du wirklich dich einbringen willst. Und dann hatte ich halt wirklich, glaube ich, so 20 Minuten mit dem Ding gechattet und habe mir dann auch in meinem Papiernotizbuch Dinge aufgeschrieben und halt für mich Reflexionen gemacht und dann die Ergebnisse wieder halt reinkopiert und gesagt, okay, er hat zum Beispiel gesagt, wenn du ein High Quick Start, Low Follow Through bist, würde ich dir empfehlen, hart zu priorisieren. Sag mir mal, woran du gerade arbeitest. Dann habe ich halt ein paar Dinge aufgelistet, so wie ich sie jetzt auch hier im Podcast erzählen kann, also ohne totale Details, aber ich mache das. Da habe ich gesagt, ja, Tiger, das wäre schon ganz schön viel. Was ist denn da die gemeinsame Klammer und worauf zahlt denn das ein? Und dann habe ich halt versucht, das zu erklären, habe festgestellt, da gibt es halt Dinge, die zahlen da mehr und weniger drauf ein. Und natürlich weiß ich das. Also braucht man nicht reden, aber es war einfach total befreiend. In dem Moment, wo ich Lust drauf hatte, das war irgendwie 8 Uhr in der Früh, sofort dieses Feedback bekommen zu können. Ich muss niemanden anrufen, ich muss für nichts bezahlen. Ich bin plötzlich befähigt, die richtigen Fragen zu stellen und Antworten zu bekommen, die mir persönlich wirklich weiterhelfen. Und da kannst du natürlich bei dem Thema Produktivität halt das einfach nutzen, um dich immer wieder selber halt auch zu hinterfragen und in Diskussion zu gehen und das einfach als Reflexionsmedium zu nutzen. Und wahrscheinlich ist das der größte Hack, wenn du eine Sache nicht machst und dafür eine andere gut machst. Da rede ich leider nicht aus Erfahrung. Also ich muss schon sagen, das ist schon, da muss ich halt selber durch, das ist meine große Schwäche. Und ich kenne es sehr gut, ich bin übrigens beim Colby Score genau derselbe Typ. Starter, Low, Follow-Through. Und ich kenne es, obwohl ich muss ganz ehrlich sagen, ich bringe dann die Projekte, die wirklich wertvoll sind, immer dann doch zu Ende. Allerdings glaube ich, dass AI zum Beispiel mich befähigen wird, das wesentlich schneller zu machen und was du gerade beschrieben hast, einfach schneller mit diesem Feedback. Feedback ist übrigens ja auch aus der Flow-Psychologie ein Wahnsinns-Flow-Trigger, weil auch der Snowboarder, der den Berg hinunterfährt, der natürlich über Feedback arbeitet, also wahnsinnig viel Informationen bekommt, schnell entscheiden muss, muss er ausweichen, dem Stein, der sich im Schnee versteckt oder dem Baum und dadurch sich noch mehr in den 100%. Flow bringt. Das heißt, wenn du für dich Feedback nutzt, was du gerade schon gesagt hast, dann kommst du viel einfacher und schneller in diese Flow-Zustände, auch beim Buchschreiben oder Texte schreiben, weil du eben über das Feedback dich sozusagen nach vorne bewegst, Momentum aufbaust. Momentum ist aufstauende Energie und die letztendlich kannst du kanalisieren in den Flow. Ja, echt schönes Bild. Ja, also
Wahnsinn, okay, das ist sehr, sehr cool. Jetzt habe ich noch eine Frage, und zwar, also ChatGPT, wir haben ja schon ein paar Apps auch genannt. Gibt es noch so ein paar Sachen, die dir vielleicht gerade im Kopf sind, die besonders Unternehmerinnen und Unternehmer, ich denke jetzt auch an die Teilnehmerinnen meines Flow-X-Programms, vielleicht sich ansehen könnten, um, da du ja auch im Business-Bereich da sehr aktiv bist, um im Unternehmen noch mehr zu leisten? Also ich habe einen Cliffhanger, der auch ein bisschen mit der Konferenz jetzt am 19. März beginnend, mit der AC60-Konferenz, da wird ja Emad Mostak sprechen. Und deren Idee ist ja von Stability AI, dass die Modelle, sage ich mal, dezentral, lokal verteilt sind. Darum haben sie ja irgendwie viel Wert darauf gelegt, dass mit Stable Diffusion V2 das Modell nur noch 1,7 Gigabyte hat. Und es hat eine, glaube ich, 52.000-fache Kompression von dem ursprünglichen Modell mit dem Ziel, dass es auf deinem MacBook läuft. Und das ist auch so ein bisschen der Ausblick, was, glaube ich, was wird in der Arbeitswelt passieren. Aktuell stellst du Menschen nach Hard Skills und Soft Skills ein, mal ganz grob gesagt, für eine gewisse Aufgabe. Und künftig wird sein Hard Skill, Soft Skill und dein persönlich trainierter Co-Pilot dein AI-Modell. Und vielleicht bringst du dein eigenes AI-Modell auf deiner Maschine mit. Das läuft dann auf den neuen MacBooks mit dem M2-Chip, hast du halt schon eine Rechenleistung, die vielleicht schon für Stable Diffusion 3 für die nächste Iteration ausreicht. Und da werde ich auf jeden Fall die Fragen stellen, den Emad, wie er sich das vorstellt, dass wir quasi in diese Vision hinkommen, dass ich mein eigenes Modell mitbringe und das Teil meines Leistungspakets bin, was ich anbiete am Arbeitsplatz. Ich sage, hey, du kriegst den Dominik mit seinen Hard Skills, seinen Soft Skills und seinem selbst trainierten AI-Modell, was bei mir lokal auf der Maschine läuft und wo ich halt auch weiß, da habe ich Zugriff drauf. Und das ist genauso mein intellektuelles Wissen, wie wenn ich ein Bild kreiere, wenn ich einen Podcast mache, wenn ich einen Blog schreibe. Ich lerne halt im laufenden Betrieb mein eigenes Modell weiter. Das ist auch bei den vorher genannten Workshops unser Tag 3, quasi personalize your Copilot. Und wenn du jetzt in das Unternehmen reingehst, ist die erste Frage natürlich auch wieder die, sage ich mal, ethische. Wie wollen wir als Unternehmen AI einsetzen? Was passt zu unseren Werten? Wo stehen wir dafür? Was lassen wir? Also das muss, glaube ich, für mich, bevor du jetzt die Belegschaft befähigst zu sagen, hey, nehmt mal ChatGPT her, wäre meiner Meinung nach der richtige Schritt, sich eine Rolle zu überlegen, wer ist denn der AI-Coordinator? Haben wir irgendein Steuerungskomitee? Was wollen wir nicht? Und zumindest mal zu sagen, egal wie ihr es benutzt, kopiert da bitte nur Dinge rein, die ihr auf der Straße fremd erzählen würdet. Der CEO, der zu faul ist, sein Stakeholder-Meeting zusammenzufassen und hat da quasi die Business-Strategie inklusive alle Zahlen reinkopiert, weil das jetzt ein Tipp ist, das würde ich jetzt im Zweifel nicht machen. Aber was wir vorhin gesagt haben, sich den Arbeitstag allzu sehen für sich persönlich als Unternehmer und einfach, was sind die Dinge, die mich, was sind Energieräuber beim Thema Flow? Mir macht zum Beispiel keinen Spaß, Meetings zusammenzufassen. Aber eine gute Meeting-Zusammenfassung ist wahnsinnig wichtig für Zusammenarbeit und dass auch gerade in diesen zentralen und dezentral verteilten Teams halt eine sinnvolle Interaktion stattfindet, musst du dir halt die Mühe machen, Meetings gut zusammenzufassen. Da zum Beispiel kannst du dir halt ultra helfen. Und ich benutze selber Notion. Die haben GPT-3 eingebaut als AI Assistant. Und da kannst du was sagen, das ist eine Meeting-Zusammenfassung, liste mir die Action-Items auf. Und dann macht er das. Da sind auch mal Fehler drin, aber du hast halt sofort ein beschriebenes Blatt Papier, liest nochmal drüber. Und da würde ich zum Beispiel den Kollegen dann die Anregung geben zu sagen, hey, versucht zu schauen, ob ihr dadurch eure Meeting-Kultur verbessern könnt, weil das gefühlt in jedem Unternehmen ein Unding ist. Nur noch mehr Meetings, noch weniger Follow-ups, noch weniger Verbindlichkeit. Und jetzt immer vor dem Hintergrund halt bitte nicht die super vertraulichen Sachen, vielleicht auch keine Mitarbeitergespräche, sondern halt erstmal wir hatten einen Stand-up und wir wollten halt company-weit irgendwie alle abholen. Fangt damit den kleinen Sachen an oder euren Kunden-Newsletter, der öffentlich sichtbar ist. So diese Dinge sind sicherlich erste Schritte und ich hoffe, dass ich, wenn ich zurückkomme aus den 4 Wochen USA, noch ein bisschen mehr Infos mitbringen kann zu eigenen lokal trainierten Modellen. Da muss ich fairerweise sagen, habe ich bis auf Whisper jetzt selber auch noch nichts gemacht. Übrigens, ich habe mir das Whisper, das ist ja auch ein weiteres Projekt von OpenAI, angeschaut. Kann man das sich aber, ist das schon für Consumer verwendbar? Ich habe das irgendwie nicht ganz verstanden, wie ich das selber verwenden darf. Also es gibt 2 Möglichkeiten. Seit kurzem hat Whisper auch eine API. Du kannst es quasi per API ansteuern und bezahlst dann in Token. Also du musst ja bei ChatGPT die Token kaufen und dann kannst du die API-Request stellen. Das wäre das, wie du es in dein Produkt einbinden könntest. Und wenn du es aber zum Beispiel selber machen willst, gibt es auf GitHub, gibt es quasi Whisper, ist ein Open-Source-Thema, das kannst du runterladen.
im Terminal dann ausführen. Das ist ein bisschen technisch, aber damit Das ist eigentlich drei jetzt. Befehlen. Mit dem YouTube-Downloader und mit Whisper kannst du mit drei Befehlen eine Podcast-Episode als eigenes Transkript auf deinem MacBook oder auf deinem Rechner lokal berechnen. Das ist, was ich zum Beispiel damit mache. Das, so eine Huberman Lab Podcast-Episode dauert halt auch eine ganze Nacht. Also das Ding ist jetzt noch nicht wahnsinnig schnell, aber dann hast du halt ein sauber transkripiertes Skript und kannst halt damit weiterarbeiten. Und da glaube ich, die Reise relativ schnell zum Beispiel auch hingehen, wo wir jetzt bei A360 überlegen, wie kann man denn unsere Meetings mit aufzeichnen. Ohne dass wir halt, ich meine, Otter AI ist ein nettes Ding, aber will ich mein Geschäftsführer-Meeting über deren Schnittstelle laufen lassen? Nee. Also ich hätte lieber ein lokales Modell. Da ist halt wieder der Trade-off wie mit allem, Convenience versus Privacy. Aber ja, so, das führt wahrscheinlich auch wieder weit. Ja, Wahnsinn. Also da merkt man aber, das ist ganz gut, dass die Leute wirklich verstehen, wie tief du in diesen Themen drin bist und was du auch alles für Metainformationen da immer raushaust. Das ist echt Wahnsinn. Ja, Tommy, ich weiß, du musst zum Abendessen gleich. Deswegen, ich finde es extrem inspirierend. Ich habe noch ein paar Abschlussfragen, einfach um nochmal so ein bisschen Yes. runterzukommen. Den Rest heben wir uns auf. Ich glaube, da war schon enorm viel dabei. Vielleicht noch eine Follow-up-Frage zu dem personalisierten Assistent. Du hast schon genannt, es geht jetzt über Stable Diffusion, vielleicht auch in der nächsten Generation über den neuen Mac. Wie kann man vielleicht jetzt schon anfangen, so die Weichen zu legen, um den dann zu trainieren? Ich nehme an, ChatGPT ist da nicht das ideale Modul, weil es eben aktuell deine Sachen noch nicht Mal nur speichert. um das. Genau, um das quasi Stable Diffusion Modell ins richtige Licht zu rücken. Deren Idee ist ja, dass sie ein HD-Qualitätsvideo innerhalb von 200 Millisekunden berechnen können. Das geht heute schon. Und da wäre natürlich die Grundaussage dahinter, ich kann HD-Kinofilm-Qualität Videos über ein Skript produzieren, es wird in Realtime generiert. Also das ist so die Richtung, wo das da zum Beispiel hingeht. Und alles, wo du sagst, das wäre in meinem Job oder meiner Branche dienlich und sinnvoll, ist diese Stable Diffusion eine Sache, die ich mir auf jeden Fall anschauen würde. Bei dem Thema ChatGPT ist ja, es gibt ein Open Source, GPT-3, da ist auch die LMU in München tatsächlich auch ganz gut involviert bei sowohl Stable Diffusion als auch bei dem anderen Open Source Projekt. Das ist die Eloyter, glaube ich, heißt das, können wir auch in die Show Notes stellen. Da kannst Wie du, heißt ich glaube, es? Eloyter, glaube ich, ist der, das suche ich dann mal raus, wie der genaue Name ist. Quasi das Modell heißt NeoGPT und es ist eine leicht abgespeckte Form von GPT-3, also dem also ein bisschen Vorläufer von ChatGPT. Nicht Vorläufer ist das falsche Wort, aber dem Dreiermodell von OpenAI, GPT-3. Und das kannst du theoretisch als 20 GB, wenn du dir zum Beispiel auf AWS eine eigene Instanz hostest mit so einer Nvidia-Grafikkarte, die Bums hat. Dann kostet da eine Stunde Berechnung 53 Cent und da könntest du dieses Modell selber laufen lassen. Hast zwar noch den Nachteil, dass es natürlich bei AWS liegt, aber ist dann zumindest schon mal so, du hostest das Modell selber, es ist deine Cloud-Instanz. Damit könnte man auf jeden Fall anfangen, es fein zu trainieren. Wobei ich mir momentan tatsächlich auch für mich persönlich die Frage stelle, wie lange wird es wahrscheinlich noch dauern, dass GPT vorkommt? Macht es jetzt gerade wirklich Sinn, schon ins Feintuning zu gehen, im Dreiermodell, was, wenn es Vierer kommt, einfach keinen mehr interessieren wird? Oder finde ich nicht jetzt gerade den Use Case spannender, wo kann ich dieses öffentliche ChatGPT so nutzen, dass es mir jetzt schon hilft und ich warte mal auf das Vierer-Modell ab und fange dann an, da fein zu tunen? Weil, ich sag mal, wenn man jetzt 10 Monate annimmt und November war der Release, ist es vielleicht irgendwann um September rum schon soweit. Und dann wäre eher die Frage, wie können wir uns vorbereiten, dass wir künftig überhaupt in der Lage sind, für uns im Unternehmenskontext, haben wir Verständnis, haben wir so ein AI-Komitee, haben wir einen, der die Modelle auch wirklich selber hosten, trainieren, dass man erstmal in die Vorbereitung investiert und lieber jetzt, also wir für den Moment bei Quest Vitality benutzen auch ChatGPT zum Beispiel für diese Trainingspläne, da spielen wir gerade ein bisschen rum. Wir haben überlegt, ob sich das Feintuning lohnt. Aber ich glaube einfach, bis du es feingetuned hast, ist eine Serie von Prompts, auch wenn ich jedes Mal wieder neu starten muss, wahrscheinlich einfach schneller und am Ende dann auch billiger. Okay, also Stable Diffusion und vielleicht auf ChatGPT vorwarten. Das habe ich jetzt mal so Also warten, aber nicht festgehalten. warten, sondern ich mache jetzt nichts, sondern Genau,
Ich verstehe dich, aber also es anwenden, aber letztendlich nicht vielleicht dazu rein investieren. Ich habe auch gemerkt, zum Beispiel jetzt bei ChatGPT, ich hatte ja da auch meine diversen Chats und die habe ich mit Informationen gefüttert und dann hat ChatGPT sozusagen aufgreifen können, was ich in diesem Chat als letztes geschrieben hatte. Allerdings war es aus unerfindlichen Gründen zum Beispiel heute alles gelöscht. Krass. Ich weiß auch nicht wieso, aber das kann natürlich passieren. Das sind auch die Risiken. Deswegen denke ich auch, im Moment ist es so ein bisschen Wilder Westen. Ausprobieren, Kenntnisse sammeln und vielleicht dem Domi folgen. Und jetzt komme ich zum Ende, denn lieber Domi, ich weiß, du hast ja, und den lese ich ja sehr gerne, das ist einer der wenigen Newsletter, die ich wirklich regelmäßig lese, einen super Newsletter for you, for your future you. Ja. Ist der bereits öffentlich? Können sich Leute dafür bewerben? Können die dir schreiben und sagen, hey, ich hätte mal Lust, da reinzuschauen? Wie ist die aktuelle Lage? Du bist ja von Anfang an dabei. Am Anfang war das ja wirklich unter Passwortschutz so ein bisschen, wir probieren das mal aus und es sollte ein privater Space sein für halt Unternehmer and Friends. Und ich habe mich jetzt aber vor 3 Wochen entschieden, quasi das Passwort runterzunehmen und zu sagen, auch in dem Open-Source-Charakter und auch tatsächlich, um mich selber zu challengen, jeder, der Lust hat, kann den lesen. Also ich kann dir gerne auch für die Shownotes quasi den Zugang schicken, wie man sich bei mir melden kann. Dann nehme ich einfach die E-Mail mit auf. Das wird auch kein Spam sein, hoffentlich. Also quasi einmal die Woche geht ein Newsletter raus. Wir sind gerade in Woche 3 von einer extrem wertvoll. Und das kann ich gerne anbieten. Die sind auch alle auf einer Notion-Page irgendwie sauber strukturiert. Also man muss jetzt nicht jeden Freitag mitlesen, sondern kann einfach sagen, hey, folgendes Thema, ich schaue mir das einmal die Woche an. Da schicke ich dir gerne einen Link. Ja, danke dir dafür. Ich glaube, das ist super wertvoll. Es ist absolut Brainfood und auch keine leichte Kost oft. Also es ist wirklich dann schon einfach wertvoller Content für diejenigen, die sich vielleicht als Thinker-Doer identifizieren und da oder dahin wollen. Lieber Domi, Wahnsinn, was für ein Wissen, wie du schon schön beschrieben hast, wir könnten jetzt noch 2 Stunden weitersprechen, aber ich denke, wir belassen es für heute dabei. An dieser Stelle vielen, vielen Dank und ich habe noch eine abschließende Frage an dich und zwar bei diesem ganzen Trubel, bei diesem ganzen wilden Westen von AI, Intelligent Machines, Web3, was macht dir Hoffnung, dass wir als Menschen es letztendlich hinkriegen und die Welt dadurch in eine Welt des Überflusses verwandeln? Was deine große Mission ist? Ich glaube tatsächlich an Unternehmertum. Also dass wirklich, dass es Menschen gibt, die einfach den Antrieb haben, die sagen, es nervt mich, wie es gerade ist und ich will es besser machen. Und wir haben immer als Menschheit, wir haben uns immer weiterentwickelt und für jedes Problem bislang eine bessere Lösung gefunden, auch wenn natürlich die neue Lösung neue Probleme geschaffen hat. Also, aber ich glaube an die Neugierde, an die Kreativität und daran, dass wir als Spezies, gerade wenn es tough wird, da können wir hier schon auch in Deutschland irgendwie in die Story zurückschauen und sagen, hey, es gab auch Zeiten, wo wir einfach gesagt haben, boah, scheiß diese ganzen Ideologien, wir packen jetzt an, wir bauen jetzt was auf. Und vielleicht ist halt das Thema einfach mit dem vollen Magen bewegt sich schlecht. Vielleicht ging uns das wirklich eine Weile auch zu gut und es ist jetzt wieder der Ansporn zu sagen, okay, jetzt müssen wir einfach auch wieder was machen. Wir haben uns zu lange vielleicht auf unseren Lorbeeren ausgeruht, gerade im alten Europa. Da glaube ich tatsächlich dran, dass der Mensch, wenn er muss, sich auch bewegt. Und das Schöne ist ja, es reichen ja ein paar Prozent quasi, die wirklich Bock haben und sagen, komm, ich finde einen Weg und dann können die anderen noch wieder mitmachen. Also da gebe ich die Hoffnung nicht auf, dass wir in der Gauss-Verteilung eine Handvoll Prozent haben, die sagen, ich finde irgendeine kreative Lösung und plötzlich ist ein Problem, was bislang unlösbar erschien, auf einmal gelöst. Ich meine, vor 100 Jahren oder dass wir halt irgendwie heute diese Konferenz haben, alles, was wir über Medizin inzwischen wissen, war ja komplett undenkbar. Also das ist, was mir Hoffnung gibt, dieses Mindset, dass der Mensch eine Lösung finden wird und dass wir das gemeinsam schaffen werden. Super Schlusswort. Ich glaube, genau dabei belassen wir es an dieser Stelle. Lieber Domi, vielen, vielen Dank, dass du bei mir zu Gast warst, im Namen aller Zuhörerinnen und Zuhörer. Und dir einen schönen Abend jetzt. Max, war Wahnsinn. Richtig Spaß gemacht. Sehr, sehr cool. Ich freue mich aufs Follow-up. Go for Flow. Yo, Flowgrader. Hat dir dieser Podcast gefallen? Dann abonniere diesen Kanal und verpasse keine Folge der Flowgrade Show mehr. Go for Flow.